Es geht um Strategien gegen Extremismus und Rassismus und normalerweise machen wir so One-on-One-Gespräche. Heute ist eine Ausnahme, wir haben vier Vertreter der Zivilgesellschaft da, die sich sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema nähern. Und weil ich eigentlich gar nicht so viel reden will, weil die haben viel interessantere Dinge zu erzählen als ich, überlasse ich die Einführung gleich den Gästen selbst. Ich würde euch bitten, euch kurz vorzustellen, eure Organisation vorzustellen, für die ihr arbeitet und auch euren quasi persönlichen Zugang zu dem Thema, was ihr dort macht und wie ihr dazu gekommen seid, kurz zu erzählen. Dankeschön. Ja, ich bin die Elifes Türkada. Ich bin damals auch Mitbegründerin und war noch eigentlich die Leitung der Hochschulstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus. Uns gibt es schon seit 3,5 Jahren. Wir sind damals entstanden, weil es dann immer wieder präsent wurde, Angriffe vor allem auf sichtbare Muslime. Und wir gesagt haben, wir brauchen eine Stelle zum einen, um darauf aufmerksam zu machen, also Raising Awareness, aber nicht nur nach außen, aber auch nach innen hin. Das heißt, dass wir dann halt auch in den Community Arbeit, Bildungsarbeit machen und erklären auch, welche Möglichkeiten und Rechte man hat, wenn man vor allem mit solchen Fällen und Angriffen konfrontiert wird. Mein Name ist Barbara Unterlerner. Ich arbeite für den Verein ZAVA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit. ZAVA wurde 1999 gegründet, weil damals ein paar Personen, die im Flüchtlings- und Fremdenrechtsbereich tätig waren, immer wieder mit Situationen konfrontiert waren, wo Personen in unterschiedlichen Lebensbereichen rassistisch diskriminiert wurden und es damals keine spezielle Anlaufstelle für solche Personen gab, um Unterstützung und Rechtsberatung zu erhalten. Und dadurch hat sich ZAVA damals zunächst ehrenamtlich gebildet. Mittlerweile sind wir ein Team von 14 Personen und betreiben eine Beratungsstelle für Zeuginnen, Zeugen und Betroffene von rassistischer Diskriminierung, für Betroffene und Zeugen und Zeuginnen von Hass im Netz. Und wir haben auch einen sehr großen Bereich, den Trainingsbereich, wo wir Präventionsarbeit in Schulen, in Unternehmen und in unterschiedlichen Institutionen durchführen. Und wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit und meine Position bei ZAVA ist, dass ich die Beratungsstelle leite. Begonnen habe ich als Trainerin 2009 und mittlerweile bin ich in beiden Bereichen tätig. Ja, mein Name ist Verena Fabers. Ich möchte vielleicht mit deiner zweiten Frage beginnen. So, was ist mein persönlicher Zugang zum Thema? Ich glaube, dass es auch nicht zufällig ist, warum man sich in einem gewissen Bereich engagiert oder warum man in einem Bereich arbeitet. Was das Thema Extremismus betrifft, war das Thema neu für mich, was für mich allerdings, als ich 2014 angefangen habe, in der Beratungsstelle Extremismus, was mich aber immer beschäftigt hat, war das Thema Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Ich war auch immer schon am Extremen interessiert. Als ich 13 war, sind meine Eltern in die Schule zitiert worden, wenn in dieser Schule eine Revolte ausbricht, wird sie die Verena anführen. Meine Eltern waren recht stolz darauf, mich auch. Also ich war durchaus eine Revolutionärin als Jugendliche, würde ich sagen. Und ich habe versucht, das dann immer auch in meinem beruflichen Leben, also diese Themen auch mit anzusprechen. Ich war jahrelang in der Armutskonferenz engagiert, ich war lang im Menschenrechts-, vor allem Frauenrechtsbereich. Und seit 2014 bin ich eben bei BOJA. BOJA ist das bundesweite Netzwerk für Jugendarbeit. Wir sind sowas wie die Dachorganisation für Jugendeinrichtungen, Jugendzentren, Streetwork in Österreich. Und seit 2014 betreiben wir die Beratungsstelle Extremismus. Die Beratungsstelle ist eine bundesweite Anlaufstelle für Angehörige, für Lehrerinnen, für Sozialarbeiterinnen, im Prinzip jede Person, die in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld mit dem Thema Extremismus konfrontiert ist. Wir haben eine Helpline, wir machen auch persönliche Beratungsgespräche und arbeiten mit unterschiedlichen Playern in ganz Österreich auch zusammen. Und unser zweiter Bereich ist so bei ZAVA, der große Bereich ist ein Trainings- und Fortbildungsbereich. Ja, damit lasse ich es jetzt mal für die erste Runde. Ja, hallo auf meiner Seite. Entschuldigung.
arbeiten. Mein Name ist Andreas Behrn. Ich bin 1967, nur 8 Kilometer entfernt von Mauthausen geboren. Und die Nähe zum Verbrechen gerade, also zum Ort des Verbrechens, hatte ja sozusagen gerade in meiner Kindheit die Konsequenz, eben, dass da noch lauter darüber geschwiegen wurde. Und uns als Jugendliche, sozusagen im Zuge auch der pubertären Rebellion, hat diese Tabuisierung des Nationalsozialismus, das Verdrängen seines verbrecherischen Charakters von Anfang an und dann auch seiner konkreten Verbrechen natürlich empört, mobilisiert und politisiert. Also ich würde sagen, der Beginn meines politischen Engagements ist die Auflehnung gegen den Umgang Österreichs mit dem Nationalsozialismus. Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen, auch dann im Studium, als ich dann 1995 Zivildienst im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes machen durfte und all die Menschen, die bis dahin für mich so irgendwie auch heroisch auf einem Sockel gestanden sind, wie Toni Brura, Ferdinand Hackl und unzählige andere, die im Widerstand waren, sozusagen auch meine Vorbilder, Idole auch meiner Jugend, dann auch persönlich kennenlernen durfte. Und das DÖF hat mich dankenswerterweise nicht mehr weggelassen, oder ich habe so gutes Sitzfleisch, bin einfach geblieben, also seit 2004 angestellt im Bereich Rechtsextremismusforschung. Das ist vor allen Dingen klassisch Monitoring. Wir beobachten den Rechtsextremismus über seine Diskurse, über seine Publikationen. Wir lesen quasi mit. Da kann man sich vorstellen, was sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit der Entwicklung der neuen sozialen Medien sozusagen auch verändert hat, wie sich unser Arbeitsfeld auch ausgeweitet hat. Das könnten wir alleine alles gar nicht mehr bewältigen. Und es ist auch mir hier wieder wichtiger Anliegen, auch Danke zu sagen zu all denjenigen, die in der Zivilgesellschaft sozusagen unsere Arbeit auch unterstützen, uns versorgen mit Informationen, uns auf Vorfälle im Zusammenhang mit Rechtsextremismus, aber hier im Besonderen mit Rassismus und Antisemitismus. Das ist das, was uns aus diesem Bündel von Ismen, die sozusagen der Rechtsextremismus dann nochmal bündelt, besonders gerade auch betrifft. Also klassische Beobachtung der Szene, Auswertung der Ergebnisse, natürlich auch das Schreiben darüber, das ist immer so eine Gratwanderung, ja, wo macht man sich unfreiwillig dann auch einer Verbreitung gewisser Diskurse schuldig, wo überschätzt man sozusagen das Publikum in seiner Kritikfähigkeit, ja, wo ist man zu naiv in der Hoffnung, dass etwas ein Skandal wird, ja, da staune ich selbst immer wieder, was in Österreich kein Skandal ist. In diesem Zusammenhang auf der anderen Seite, was wiederum einer dann geworden ist. Ich schreibe auch darüber, habe auch schon Bücher publiziert zu dem Thema. Also ich würde sagen, was meine Strategie betrifft, ich bin ein klassischer Aufklärer. Also mit allem Optimismus, trotz aller Enttäuschungen. Der zweite Teil meiner Arbeit, und das ist der viel spannendere, ohne den würde ich den ersten gar nicht aushalten, das ist die Arbeit mit Jugendlichen, also in Schulen. Zunächst sehr nah am historischen Holocaust Education, Begleitung von Zeitzeuginnen. Dann aber sehr früh, noch in den 90er Jahren, natürlich nicht ganz unabhängig davon, ich bin Anhänger der Kontinuitätsthese, aber doch die Themen aktueller Rechtsextremismus, das heißt heute aktueller Rassismus, der ja weit über den Rechtsextremismus hinausgeht, erstellt auch gewissermaßen sozusagen das Einstiegsmotiv dar. Auch der Antisemitismus ist nach wie vor relevant und auch bei Jugendlichen, zwar nicht in demselben Ausmaß wie bei den Älteren. Und ich habe dann eben sehr früh begonnen, sozusagen präventiv dem Ganzen in eigenen Workshops zu begegnen. Und das mache ich bis heute. Ich würde es so nennen, rassismuskritische, antisemitismuskritische Bildungsarbeit, die natürlich dann viel mehr Themen auch umfassen muss. Wir sprechen ja von einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, so quasi ein Symbol von verschiedenen Formen der Abwertung, der Feindschaft, die man gerade in der Arbeit mit Jugendlichen, ich meine immer auch in der Gesamtheit, bearbeiten muss. Danke. Vielen Dank.
Bevor ich es vergesse, wir machen am Ende immer eine Fragerunde im Publikum. Also wenn sich Fragen ergeben oder wenn ihr jetzt schon irgendwie eine Frage habt, gut merken, nachher wird noch Zeit dafür sein. Bevor wir in eure jeweiligen Spezialgebiete gehen, würde ich euch gerne was fragen, was uns in der Redaktion, im Report kürzlich beschäftigt hat. Ein Kollege war letzte Woche in der Großkreuzsiedlung in Floridsdorf, großer Gemeindebau, 20.000 Einwohner, und hat dort Österreicher ohne Migrationshintergrund gefragt, wie es ihnen so geht und was sie stört, was sie sich von der Politik wünschen. Und er ist dann zurückgekommen und hat erzählt, eigentlich gab es nur ein Thema, es sind zu viele Ausländer da. Und er hat gesagt, das hat ihn selber überrascht, weil einerseits sozusagen die Großfeldsiedlung sind sanierte Wohnungen, da gibt es ein neues Schwimmbad, was die Bewohner dort verwenden dürfen, die Stadt Wien setzt gerade neue Pflanzen ein, also es schaut relativ schön aus und es ist eigentlich, wenn man es vergleicht auch mit anderen Städten, eine Wahnsinns-Sozialleistung, die die Menschen dort leben. Und auf der anderen Seite hat er dann auch sozusagen gefragt, zu viele Ausländer, aber ich meine, was heißt das genau, sind die dann laut oder machen die Sachen kaputt oder was ist das eigentliche Problem? Und er hat gemeint, es kam nicht, es gibt einfach nur zu viele Ausländer. Und das ist jetzt noch kein Extremismus, aber es ist vielleicht die Keimzelle von Rassismus oder Dinge, die wir vielleicht in der Gesellschaft nicht so gerne, Phänomene, die wir nicht so gerne sehen. Und ich hätte euch gerne nach eurer Meinung gefragt, woran liegt das? Wie kann es sein, dass einfach nur die schiere Anzahl an Menschen, die nicht hier geboren sind, schon als Problem aufgefasst wird? Was ist da passiert? Also mich wundert es jetzt nicht so, weil wenn man in den letzten Jahren den medialen Diskurs beobachtet oder wenn man sich Wahlkampfreden anhört von Politikern und Politikerinnen, dann ist das große Thema. Es gibt zu viele Fremde in unserem Land und wir müssen unsere Kultur schützen. Und auf dieses Thema können ganz viele Ängste projiziert werden und werden auch projiziert. Und Menschen in der Großfeldsiedlung sind wahrscheinlich nicht unbedingt die privilegiertesten Menschen, und die haben Abstiegsängste, aber auch die Mittelschicht hat Abstiegsängste. Und ich glaube schon, dass es ganz stark eine Polarisierung in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt ganz stark sowas wie eine Kulturalisierung von Phänomenen, ja, dann Kriminalität, wenn es dann der Türke ist und es geht nicht mehr um das Verbrechen, sondern es geht um die Nationalität. Ich war jetzt vor dieser Veranstaltung in einer Festwochenveranstaltung, das heißt Phobiorama, das ist so eine Art Geisterfahren, wo es um Ängste geht, die auch geschürt werden, die auch medial geschürt werden, wo ich so nochmal so auch körperlich gespürt habe, dass es auch macht oder machen kann, auch mit einem, dass man dem auch nicht rauskommt. Und am Schluss hat man 7 Minuten die Wahlkampfrede von Kurz, der genau in die Richtung irgendwie geht. Wir müssen schauen, dass nicht zu viele kommen oder nur so viele, wie wir integrieren können. Also ich glaube, dass damit einfach sehr viel Politik gemacht wird mit Ängsten von Menschen. Politik, die dann vorgibt, darauf aus zu sein, europäische Werte zu verteidigen. Und in Wirklichkeit geht es aber sehr viel um die Verteidigung von Privilegien, auch von Macht, auch von Vormachtstellung Europas oder strukturelle Gewalt, die auch von Europa ausgeht. Wenn ich mir Frontex anschaue, das europäische Sicherheitssystem, das ist sicher keine Verteidigung unserer Werte, sondern das ist einfach ein Abschottungsmechanismus. Also insofern wundert es mich nicht so, wie deine Kollegen. Also prinzipiell stimme ich alles dem zu, was sie jetzt meine Vorrednerin gesagt hat. Ich würde gerne noch einen Aspekt mit reinwerfen. Und es wäre noch interessanter gewesen, wenn der Kollege gefragt hätte, der Kollege, wer genau jetzt der oder die Ausländerin ist jetzt. Weil wir jetzt immer oft auch haben den Diskurs, dass Menschen, die eigentlich hier beheimatet sind, dass Menschen, die hier geboren aufgewachsen sind, beziehungsweise den Großteil ihres Lebens hier verbracht haben, aber doch als fremd wahrgenommen werden. Und das ist halt auch wegen einer Verfremdung der österreichischen Gesellschaft selbst. Das heißt, es werden Menschengruppen nicht nur stigmatisiert, sondern sie werden verfremdet, die werden verortet außerhalb von Österreich, was wiederum wieder ganz große, massive Probleme mit sich bringt, nicht nur in der Politik, nicht nur im gesamtgesellschaftlichen Diskurs, aber halt vor allem, wenn Jugendliche damit konfrontiert werden, wenn sie das Gefühl haben, ich werde immer wieder als fremd wahrgenommen
oder meine Kultur oder meine Religion oder die Sprache, die ich spreche, wird nicht wertgeschätzt, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wir haben ja auch immer ein Shift, wie sich auch Rassismus zeigt. Hatte man noch vor 20 Jahren, 15 Jahren noch sehr viel gehabt mit Ausländer raus, man hat sehr viel hantiert mit dem Begriff Ausländer, sind es jetzt doch andere Gruppen von Menschen. Also wir hatten letztes Jahr nicht nur jetzt bei uns, bei unseren Zahlen, auch in anderen Stellen, wo es dokumentiert worden ist, sehr, sehr, sehr viel, wo Muslime raus beschmiert worden ist, quer durch Wien. Ich sage wirklich quer durch Wien, weil wir hatten quer durch Wien die rote Farbe, die gesprüht worden ist, die hatten jetzt vor letzte Woche, glaube ich, war das, wurde auch die neue Ausstellung nochmal beschmiert. Wie heißt die Ausstellung? Die Stadt ohne Ausstellung, die genau dieses Thema eigentlich hat und verarbeiten möchte, wird selbst gesprochen. Also es ist überhaupt interessant, auch diesem Wort Verfremdung und Fremd, was es bedeutet und wem man als ausländisch auffasst. Genau. Ich glaube, da kann ich kurz ergänzen, es waren alle gemeint, die nicht Deutsch sprechen und irgendwie nicht ganz bio-österreichisch aussehen. Staatsbürgerschaft geboren, nicht die, also das alles keine Rolle, alle, die halt irgendwie ausländisch wirken, waren irgendwie halt zu viele. Ja, also ich glaube ja nicht, dass das ein neues Phänomen ist, ja, dass das jetzt plötzlich so ist, dass wir so in einem bestimmten Wohnungsgebieten sagen, es sind zu viele Ausländer da. Ja, ich glaube, dass dieser Art Rassismus, der da mitschwingt, schon ein relativ dauerhaftes Phänomen ist, nur dass man jetzt wahnsinnig viel Legitimation hat, das auszusprechen aufgrund aller schon genannten Gründe, wie eben im momentanen gesellschaftspolitischen Diskurs und auch dem Mediendiskurs. Prinzipiell ist Unterschiede, die auf rassistischen Konzepten gemacht werden, sind reine Konstruktionen. Ja. Deswegen ist auch immer diese Fragen, die wir bei Zara bekommen, werden sehr oft gestellt, warum gibt es Rassismus und wie kriegen wir ihn weg? Ja. Das sind natürlich nicht in dem Sinn zu beantworten. Ja. Es ist an und für sich eine Spaltung, ja, die da passiert, ein Anderssein, das jemandem anders zugeschrieben wird, aufgrund eines Merkmals oder eines fiktiven Merkmals. Das Merkmal muss nicht einmal tatsächlich sein und das funktioniert einfach, ganz einfach. Das ist austauschbar, das hat schon immer funktioniert und damit mit dem Anderssein begründet sich auch die Reduktion jeglicher Wahrnehmung auf dieses Anderssein. Ne? Das heißt, mich wundert auch nicht, dass die Personen auch nicht wirklich erklären können, warum sie das stört, ja, dass da jetzt sehr viele Ausländer unter Anführungszeichen sind, bei rassistischen Bildern, die Personen haben. Ja, ist auch nicht verwunderlich, dass da nicht differenziert wird zwischen, das heißt Ausländer sein auch. Ja, Rassismus vereinfacht sehr viel. Das ist auch der Grund, warum er beliebt ist und allseits verbreitet. Das ist ein relativ einfaches Konzept, das nicht wahnsinnig darauf aus ist, zu differenzieren. Und deswegen funktioniert es auch so wahnsinnig gut. Ja, und dass das jetzt momentan alles verstärkt ist, natürlich durch Diskurse, die stattfinden, auch das Internet als neuer Kommunikationsraum, ja, der Ausmaße annimmt, wie Ideen sich verbreiten können. Das ist einfach eine Art Kommunikationsrevolution, wo wir noch mit nachhängen, damit da irgendwie Ansätze zu finden, wie man dem begegnet. Ja. So gesehen verbreiten sich solche Haltungen. Ich finde, es sind zu viele Ausländer da, ja, ohne eben dann wirklich einen Unterbau, warum, wieso. Das heißt es eigentlich für mich persönlich, dass die da sind, ja, die anderen quasi, dass solche Ideen sehr schnell verbreitet sind, wo es auch so viel Zustimmung gibt. Braucht man Social Media geben und man findet halt tausende andere Personen, die das auch finden, ja, ist insofern nicht so verwunderlich. Ich glaube, es ist ein kontinuierliches Phänomen, diese Haltung, und ich glaube, dass in verschiedenen Zeiten unterschiedlich offen darüber gesprochen wird, aber die Grundhaltung, die rassistische Grundhaltung ist nichts, was erst in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, sondern ich glaube, das ist sehr präsent ist, das immer da war. Also ich glaube auch, dass es von der Grundhaltung Kontinuität auf relativ hohem Niveau besteht. Aber was die Studien, und die sind nicht ganz aktuell, schon zeigen, ist,
dass sozusagen die letzte Modifikation des Rassismus, nämlich hin zum antimuslimischen Rassismus, schon einmal den Diskurs erlaubt hat, bis weit in die politische Mitte und bis nach links vorzudringen. Also wir haben, wenn Feindschaft gegen Muslime abgefragt wird, Zustimmungswerte, also negativ, also das heißt Zustimmung zur Feindschaft, bis zu 70-80%. Also während sozusagen der alte, unter Anführungszeichen, ja war auch schon ein neuer, immer kultureller Rassismus war, bei den mir bekannten Studien in Österreich in der Umfrage nie über 47-48% gekommen ist. Da darf man aber nicht jetzt einen Fehler machen, nicht zu glauben, das sind Menschen mit gefestigt rassistischen Einstellungen. So Umfragen geben immer nur so, ich würde sagen nur blitzlicher bieten die. Wenn wir uns aber zum Beispiel die Anzahl der Verfahren und Verurteilungen nach Verhetzung ansehen, merkt man deutliche Zunahme bei den Delikten, rechtsextremistisch und hier auch rassistisch, antisemitisch motiviert, merken wir eine Zunahme. Ja, also ich würde sagen, auf diesem Grundstock baut, auch unter den schon genannten Bedingungen, Medien, Politik, Instrumentalisierung, all dessen, baut dann schon momentane wirklich Radikalisierung, auch Gewaltbereitschaft, die politisch organisierten Rassisten, wenige Rassistinnen, jetzt in der politischen Organisationsform, nicht auf der Einstellungsebene, da gibt es keinen Gender Gap. Sprechen sogar zum Beispiel die Identitären von einer Zurüstung zum Bürgerkrieg. Ich darf nur erinnern, rund um die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, die Zunahme der privaten Waffenanschaffungen. Amtsbekannte Neonazis twittern, dass sie sich eine Waffe besorgt haben und gerüstet sind. Also es spitzt sich da schon was zu. Zur Frage, was das ist, eben zu viele Ausländer, wir können uns dem eben klassisch rassismustheoretischen nähern, sozusagen eben über die Fremdheit unter Anführungszeichen, die ja bekanntlich nicht für sich existiert, sondern ein Prozess ist, oder das Ergebnis eines sozialen Prozesses, nämlich des Otherings. Wir können dann zum Beispiel auch diskutieren, inwieweit ein Zusammenhang besteht zwischen Entfremdungsprozessen, ja, die jetzt mit den Fremden gar nichts zu tun haben, sondern eben ökonomisch, politisch zu betrachten sind, auch innere Prozesse, der sozusagen sich selbst Entfremdung, Brüche, Krisen, psychische Konflikte, die dann, und das wäre die These, sozusagen an äußerer Fremdheit verhandelt werden. Ja, das erklärt im Übrigen, also Rassismus steigt ja kontinuierlich im Alter, es gibt nur eine kleine Ausnahme, nämlich zwischen 14 und 16. So am Höhepunkt der adolescenten Konflikte, die ja auch um so Entfremdung sich massiv drehen. Ja, die Welt wird der Fremde, du selbst wirst der Fremde. Und darum diese Anfälligkeit, die dann aber wieder rapide zurückgeht ab 16, 17. Ja, das finde ich ganz spannend, dann steigt es wieder. Also das muss mit so einer Konflikthaftigkeit auch zu tun haben, ohne das zu individualisieren und gar zu pathologisieren. Den Fehler dürfen wir nie machen. Ich möchte aber einen anderen Aspekt, wenn man statt Ausländer unter Anführungszeichen vielleicht nicht Fremde uns denken, sondern Arme und Schwache, ja, was natürlich in der Realität eine ganz Deckungsheit ist, aber in der Fantasie derer, die diese Abwertung artikulieren, diesen Hass, dann kann man, und auch in Verbindung mit den schon genannten Abstiegsängsten, auch ich sehe als sozusagen Motiv dahinter auch an Wohlstandschauvinismus, aber wir können dann die These aufstellen, und wenn ich gefragt werde, Andi sagt in einem Satz, was ist Rechtsextremismus? Und sorry, die Verwandlung von sozialen Ängsten in Hass. Ja, oder konkret, die Angst vor Verarmung wird zu Hass auf die Arme. Ja, das ist ein Prozess, und jetzt kann man natürlich positivistisch an die Sache rangehen und darüber aufklären, dass die Armen ja gar nicht so arm sind und was sie auch beisteuern. Das wäre so die alte, klassische humanistisch-antirassistische Aufklärungsstrategie, Aufklärung über die anderen. Ich denke mal, es bringt ja viel, man muss sozusagen bei der Angst, bei der sozialen Angst ansetzen. Und das geht auch von der politischen Ebene, ja. Also den Wohlfahrtsstaat zu verteidigen, was ich für einen ganz wichtigen Teil der Strategie gegen Rechtsextremismus auch halte. Guter Punkt. Ihr habt es in unterschiedlichen Bereichen
Erfahrungen mit Beratung, Coachings, mit Workshops mit Jugendlichen, die ihr selber ausgeführt habt. Sind solche Phänomene wie in diesem Gemeindebau, muss man das hinnehmen, dass das einfach immer so sein wird, also weil es auch schon immer gegeben hat? Oder gibt es ganz konkret Dinge, die man machen kann? Kann man diese Leute abholen oder ist das etwas, wo man sagen kann, als Gesellschaft, das wird es einfach immer geben? Ist das utopisch zu glauben, man kriegt das weg oder kann man Dinge machen? Und wenn ja, was kann man machen? Na, also umzunehmen ist es sicher nicht und es ist ganz wichtig, damit zu arbeiten. Ja? Es ist nur die Frage, welchen Ansatz man dabei hat. Also wir machen eben Trainings, ja, Sensibilisierungstrainings, Zivilcourage-Trainings für unterschiedliche Zielgruppen. Unsere Methoden, die wir anwenden, sind für Erwachsene und Jugendliche sehr, sehr ähnlich. Ja, nur was natürlich dann besprochen wird, ist sehr unterschiedlich. Es ist wichtig, dass auch dass man das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger tut, ja, und sagt, so denken ist richtig, so denken ist falsch. Ja. Das geht sehr für uns reflektieren, aber prinzipiell, es ist einfach quasi Vorurteile haben, ja, Bilder haben zu gewissen Dingen, ist etwas, was man durchaus normalisieren kann, das haben alle von uns. Ja. Wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird und dass man trotzdem auch Privilegien versteht. Ja. Also man hat selbst Privilegien, ja. Die meisten sind sich dessen nicht rational bewusst, ja, weil man damit einfach in einer Selbstverständlichkeit lebt. Und Bilder können auch Handlungen und diskriminierende Situationen auslösen. Und da fängt das Unrecht an. Ja. Das kann man schon bearbeiten. Es ist auch wichtig, dass in solchen Kontexten auch Dinge gesagt werden dürfen, in einem gewissen Rahmen, ja, der nicht zu abwertet ist. Ja. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Ansätze, ja, wie man mit sowas arbeiten kann. Es gibt Gemeinwesenarbeit, es gibt Trainings, es gibt Workshops, also es gibt ganz, ganz viele Konzepte. Ja. Wichtig ist schon eine gewisse politische Grundhaltung, oder wäre wichtig, sagen wir so, dass das auch ein Thema ist, dass man sich anschauen muss. Also es ist auch wichtig, bei Rassismus hinzuschauen und zu sagen, den gibt es. Ja. Das ist etwas, was da ist. Wir nehmen es nicht hin, sondern wir schauen hin und wir sprechen auch mit diesen Personen, ja, die Ängste haben, ja, schauen, was dahinter steckt. Wir haben schon viel gehört, was theoretische Konzepte besagen, was dahinter stecken kann. Ja. Statusverlust oder Verlust von gewissen selbstprivilegierteren Lebenssituationen und so weiter. Und damit muss man arbeiten, ganz klar. Ja, aber es bräuchte einen gesellschaftspolitischen Grundkonsens, dass man hinschauen muss und dass man nicht sagt, das ist eigentlich eh die berechtigte Meinung, die man haben darf. Ja, weil es sind ja tatsächlich zu viele. Ja, also das ist etwas, was man dann oft hört, aber es sind ja wirklich so viele. Und wie können wir denn das so hin und her? Das bleibt immer hängen bei diesen Argumentationsstrategien auf politischer Seite. Das macht es halt schwierig. Aber ich glaube, es gäbe genug Organisationen, Vereine und auch Experten und Expertinnen, die jetzt schon ganz viele Ansätze haben, um eben mit rassistischen Haltungen zu arbeiten und die nicht stehen zu lassen. Was wären denn so ganz konkrete Dinge, die man machen kann? Vielleicht mit zwei anderen Antworten. Ganz, ganz konkret, da ist eine Frau, 60 Jahre alt, die sagt, mich stört es, dass so viel ausgeht. Was kann man jetzt machen? Auf gar keinen Fall über Ausländer mit der Dame reden. Das ist wichtig, es ist egal, ob ich da, ich spreche jetzt vom Hintergrund meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Jugendlichen. Man soll sie sozusagen da nicht abarbeiten an der Oberfläche, sondern ja, eben möglichst die Fähigkeit besitzen, ja, richtig darüber sozusagen vermuten zu können oder dem sehr nahe zu kommen, worüber die Frau eigentlich spricht. Ja. Und auch das signalisieren, dass man mit ihr spricht, aber nicht über Ausländer, in Anführungszeichen. Und wenn sie es schafft und bereit ist dazu, ihre Wut, ihre Angst, was immer auch, anders als so zu artikulieren, dann gerne, ja, dann spreche ich auch mit ihr, dann schaue ich auch, wo ich helfen kann, wo es Probleme gibt in ihrem Alltag. Ja. In der schulischen Arbeit nennen wir das Konfliktpädagogik. Wir gehen davon aus, dass Rassismus
sozusagen verschiedene Konflikte, Geschlechterkonflikt, soziale Konflikte, Konflikte um öffentlichen Raum, Ressourcen, sozusagen auf eine Ebene hebt, auf eine andere, auf eine kulturelle heute. Das Problem ist, auf der Ebene ist der Konflikt nicht lösbar, außer mit Gewalt oder eben, unter Anführungszeichen, Ausländer raus. Es gibt zwei Umgänge damit, entweder beleugnen den Konflikt und treten auch nicht in der Kommunikation mit den sogenannten Rassisten und Rassistinnen, oder wir versuchen, den Konflikt wieder auf die Ebene zu bringen, auf der er eigentlich stattfindet, und reden dann über den Konflikt. Dazu braucht es aber, und auch das ist in Österreich bekanntlich nicht sehr entwickelt, so etwas wie eine Konfliktbereitschaft. Und das ist auch ganz wichtig in der Arbeit mit Jugendlichen, wo vorher Lehrerinnen verständlicherweise auch natürlich ein bisschen noch zurückscheuen, darum wäre es ja wichtig, viel mehr hier so schulfremde Arrangements anzubieten oder zu ermöglichen. Oder zum Beispiel wir hier sind ja auch alle in diesem Bereich tätig und viele andere dann vielleicht auch länger wie nur 2-3 Stunden mit den Jugendlichen und Schüler, Schülerinnen zum Beispiel arbeiten könnten. Und das ist die schlechte Nachricht. Die Voraussetzungen dafür, finanzieller Art, die Ressourcen, sind nicht erst jetzt unter Schwarz-Blau 2, sondern schon lange davor und kontinuierlich immer weniger geworden. Auch unter der SPÖ-Regierungsbeteiligung hat sich das sukzessive verschlechtert, was dazu geführt hat, dass ich eben nicht mehr in Schulen gehe, sondern versuche, schon noch mit Jugendlichen zu arbeiten, aber ja, jetzt mehr in der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung zum Beispiel. Ja, die brauchen ja haben wir politische Bildung auch sehr nötig. Aber von Seiten des Unterrichtsministeriums einfach nichts bezahlt wird hier. Also von den Schulen, die sind ja bekanntlich auch nicht reich, kann man da, also wenn man es kostenpflichtig macht oder das verlangt, was es eigentlich kostet, dann wird die Nachfrage nicht gerade sehr groß sein. Ich würde gern über die Täter, wenn man sie so nennen möchte, sprechen. Verena, ihr seid bei der Beratungsstelle Extremismus ja sozusagen auch öffentlich sehr präsent gewesen in den letzten Jahren, was man den islamistischen Extremismus angeht. Und mir jetzt so als Medienkonsument und Journalist hatte irgendwie so den Eindruck, das sind total unterschiedliche Leute. Da gibt es Konvertiten, da gibt es zugewanderte Menschen, da sind Menschen, die sind in liberalen muslimischen Familien aufgewachsen. Und was haben die gemeinsam? Also wo ist der gemeinsame Nenner in all diesen Biografien? Ist euch da was aufgefallen? Gibt es etwas? Also grundsätzlich gibt es nicht sowas wie eine Persönlichkeitsstruktur, die dazu führt, dass man zur Terroristin wird oder dass man affin ist, gewalttätigen Extremismus gegenüber. Aber es gibt schon auch in der Biografie, im sozialen Umfeld, in der Geschichte, die man selber hat, Bedingungen, die einen vulnerabel machen, auch für extremistische Gruppierungen. Und es gibt auch so Phasen im Leben. Also diese Jugendphase, die der Andi auch schon angesprochen hat, die Adoleszenzphase, wo es auch dazugehört, Grenzen auszutesten, wo es auch dazugehört, extreme Ansichten zu haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an Ihre Pubertät, ob es Ihnen Spaß gemacht hat, über andere zu lästern. Mir schon, ja, ich habe halt dann gelästert über die Tussi mit dem Minirock, ja, weil ich das halt blöd fand, ja, aber das kann auch, also ist auch eine, wir haben das jetzt für mich als bösartig empfunden, aber für das junge Mädchen, die wir ausgespottet haben, war das durchaus irgendwie nicht sehr nett. Also es gibt schon so Phasen im Leben, es gibt auch Armut ist ein Faktor, aber ich würde sagen, es ist nicht der einzige Faktor. Ich finde es auch ganz gefährlich zu sagen, es sind die sozial Benachteiligten, die mehr rassistisch sind oder die mehr zu gewalttätigen Extremismus oder wie auch immer neigen. Also da muss man schon auch gut hinschauen. Es sind auch, also gerade bei den neuen Rechten, Identitären in den Kadern, das sind nicht Personen, die irgendwie abstiegsgefährdet sind. Ja, aber nochmal so, also was uns aufgefallen ist, ist, dass es fast bei allen Personen sowas gibt wie einen persönlichen Entfremdungsprozess. Darum finde ich das ganz schön, Andi, was du gesagt hast, auch sich, also diese Angst vor dem Fremden
anzuschauen unter dem Aspekt, was entfremdet mich denn von mir selbst? Warum kann ich mich selbst als Person nicht mehr ganz fühlen, nicht mehr wohlfühlen? Und das ist, und in so einem Prozess gibt es dann sowas, Psychologinnen und Psychologen sprechen von einer Art kognitiven Öffnung, wo man auch für Neues offen ist, aber eben auch offen sein kann für eine extremistische Gruppierung. Und dann gibt es persönliche Diskriminierungserfahrungen, erlebte Diskriminierungserfahrungen, die auch nicht unbedingt immer nur unter Anführungszeichen Personen, die als Nicht-Österreicherinnen wahrgenommen werden, betreffen. Manchmal kann eine extremistische Gruppierung oder die Ideologie ein Erklärungsmuster sein für ein persönliches Scheitern. Wir hatten eine junge Frau, die wir ganz von Anfang an geraten haben und die dann auch sehr, sehr mehrere Ausreiseversuche hatte, in einer sehr einschlägigen Gruppierung war, und bei der war ein Auslöser, dass sie eigentlich Kindergärtnerin werden wollte und gescheitert ist an der Aufnahmeprüfung, weil sie nicht singen konnte und dann in einem Berufsorientierungskurs eine Gruppe von Mädchen kennengelernt hat, die sie dann irgendwie mitgenommen haben in die Moschee und die gesagt haben, singen, also wenn man bei uns ist, singen sowieso haram, also das ist ein Blödsinn, du brauchst nicht singen können, und wo das für sie ein, also persönliches Scheitern erklärt sich dann dadurch, dass andere daran schuld sind. Und wer ist daran schuld? Das ist halt die Kufa, die daran schuld sind, aber es können aber auch die Ausländer sein, pauschal, die daran schuld sind. Ja, also das sind unterschiedliche. Also wichtig ist, und so arbeiten wir, immer die ganz persönliche Geschichte anzuschauen und auch zu schauen, und was sind dahinterliegende Mechanismen, Gründe auf der persönlichen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, die dazu führen, dass jemand sich einer gewalttätigen oder gewaltbereiten extremistischen Gruppierung anschließt. Andi, würdest du sagen, das ist im Rechtsextremismus ähnlich oder sind das andere? Fast, also wirklich deckungsgleich. Und das ist auch der Grund, warum es mir so relativ leicht gefallen ist, so ab 2004 sozusagen meine Präventionsarbeit in den Schulen und mit Jugendlichen auf eine Fanatisierung vor muslimischen Hintergründen sozusagen auszudehnen, weil es eben, ich würde fast hier von Identität sprechen, sowohl auf der Angebotsseite, was wird in dem Fall heute Jugendlichen, Burschen, Mädchen, ist unterschiedliches, was wird versprochen, womit wird gelockt, also das ist wirklich deckungsgleich, zu fast 100%. Gleiches gilt für die Nachfrageseite. Ja. Wer fragt, in welcher Lebenslage überdurchschnittlich dieses Angebot nach? Auch hier haben wir viele, viele Gemeinsamkeiten. Also ich würde sagen, der einzige Unterschied, aber das kann man sagen, oh, na, es liegt auf der Hand, ist der Rassismus. Ja. Aber der wird sozusagen, also spielt beim autochthonen Rechtsextremismus eine Rolle, ich habe ihn vorher schon erwähnt, als Einstiegs. Auch Motiv bei der Fanatisierung, die sich auf Islam beruft, ist es vor allem in der Antisemitismus durchaus analog, ja, wo man sozusagen im Vorfeld quasi auch ködert, politisch, dort wo Leute politisch agitiert werden, aber auch hier, das gilt für beide Milieus, sehr oft, gerade bei den Jüngeren, passiert sozusagen der Erstkontakt oder die Erstkontakte eher so im Vorpolitischen. Ja, da geht es viel um Emotionen, um Anerkennung, um eben Angebote, die in bestimmten Lebenslagen dann, wo man und Frau sich erhofft, dass die vermeintlich nützlich sind und helfen durch diese Lebenslage. Und der Journalist, also ja. Ich wollte nur kurz sagen, dass mir wichtig ist zu betonen, dass wir keine Beratungsstelle sind für islamistischen Extremismus. Das war der politische Anlassfall, auch uns zu gründen. Aber wir vertreten von Anfang an und heute vehementer denn je einen ganz breiten Extremismusbegriff, weil wir der Überzeugung sind, was auch wissenschaftliche Ergebnisse sagen, dass unterschiedliche Extremismen einander bedingen, teilweise auch verstärken.
Und das ist ein Aspekt, dass der Politik ja auch oft zu wenig gesehen wird. Und wenn ich von unseren Erfahrungen spreche, dann spreche ich nicht ausschließlich von Personen, die sich islamistischen Gruppierungen oder extremen islamistischen Gruppierungen angeschlossen haben. Also das gilt durchaus auch für die Personen, die wir haben im Bereich Rechtsextremismus. Unter Journalisten gibt es die Diskussion, sozusagen die Frage, ob die Berichterstattung über zum Beispiel die Identitären oder verschiedene dschihadistische Gruppen, durchaus kritische Berichterstattung natürlich, aber ob diese Art der Berichterstattung die Gruppen nicht eigentlich noch attraktiver macht für Jugendliche, die anfällig sind. Also wenn sie wirklich so kritisch ist, wie du sie jetzt genannt hast, dann würde ich sagen, ist sie nicht gefährlich oder dann wird sie wahrscheinlich diese unerwünschten Effekte. Die Idee wäre, dass genau das sie attraktiv macht. Sie sind böse, sie sind verrucht. Ja, aber eine kritische Berichterstattung, so wie ich es verstehe, da geht sie eben nicht in solchen Dämonisierungen, ja, sondern berichtet eben kritisch, tut das Ganze ja nicht irgendwo sozusagen exterritorialisieren, auf irgendeiner Gruppe fixieren, wie das gerade im Boulevard immer passiert. Also es ist wirklich die Art und Weise, wie man darüber berichtet. Also man soll, Frau soll darüber berichten, aber ja, nicht nur nicht affirmativ, sondern eben wirklich kritisch. Und da gibt es auf der Textebene eher weniger Probleme, hier ist das Bild. Ja. Und wir wissen, gerade im Internetzeitalter, aber auch davor, das Bild sticht den Text, ja, nicht nur bei Jugendlichen. Warum sind die Bilder so wichtig? Und wenn man die Bilder, die Dschihadisten, Neonazis, Identitäre, wer auch immer, von sich machen, von ihren Aktionen, darf man nie vergessen, so wollen sie gesehen werden. Und wenn ich diese Bilder jetzt übernehme, und egal wie kritisch der Text drunter ist, ja, das Schlamassel ist angerichtet, ja, und da muss ich schon, ich lobe diese Zeitung normalerweise nicht, aber heute, die Gratiszeitung positiv hervorheben, das war circa vor einem Jahr, da haben die Identitären die Maria-Theresien-Statue zwischen den beiden Museen in einer sehr aufwendigen Aktion mit einer riesigen Burka verhüllt. Ja. Und heute hat das Foto von der Maria-Therese, aber ohne Burka, und hat darunter geschrieben, dass sie das gemacht haben, aber dann haben sie dazu geschrieben, wir machen ihnen nicht den Gefallen, das Foto zu bringen. Das ist wirklich, da hat es wer erkannt, genau darum geht es. Ja. Diese Aktionen zum Beispiel werden genau nur dafür gemacht, um Bilder zu produzieren und dass die zirkulieren, egal in welchem Zusammenhang. Ja. Also hier bin ich wirklich ja, eigentlich für Bilderverbot in alter Tradition, aber zumindest für wirklich ja, höchst vorsichtigen, kritischen Umgang, genauso bei den Demos. Die Identitären stellen ihre 5, 6, 7 Frauen, die sie unter den Kadern haben, sozusagen in die erste Reihe. Ja, und alle sozusagen Zeitungen bringen das Foto von der ersten Reihe und ich muss dann wochenlang antworten, also Fragen beantworten, so, ja, der Rechtsextremismus ist so weiblich geworden, so modern. So, bitte schaut in die hinteren Reihen, erzählt es die Frauen hin. Er ist dasselbe Männerpunkt seit ever. Ja, aber nur weil ihr das Holz habt, das euch die Identitären werfen, so brav, sozusagen bringt, wird es noch keine moderne Bewegung. Auf Opferseite. Zara beobachtet rassistische Vorbilder seit vielen Jahren. Hat sich der Rassismus in Österreich verändert? Also wir können keine generelle Aussage über Rassismus in Österreich treffen, sondern wir berichten prinzipiell in diesen jährlichen Reporting, wir rauskriegen, von den Fällen, die uns zugetragen werden. Natürlich kann man gewisse Veränderungen sehen. Ja, also es gibt immer so die Zielgruppen, die Rassismus ausgesetzt sind, sind nicht immer gleichbleibend. Also die Hauptgruppe momentan, das wurde eh schon erwähnt, ist der antimuslimische Rassismus einfach frappierend. Ja, und der schlägt sich total in unseren Zahlen nieder. Ja, also von den Fällen, die wir sozusagen betreuen und behandeln, wobei man dazu sagen muss, dass wir eben seit September auch die Beratungsstelle gegen Hass im Netz mitbetreiben, auch von der Seite der Zeuginnen und Betroffenen. Also wir kennen uns nicht so gut aus mit den Leuten, die haten im Internet. Wir können natürlich Beobachtungen aus der reinen Beobachtungsperspektive sagen, dass man schon natürlich merkt, da gibt es Zusammenhänge mit medienpolitischen Diskussionen und die man wieder
relativ, das Narrativ ist sehr gleichbleibend, sowas können wir schon sagen, aber wir haben jetzt nicht die Täterpsychologie oder Täterinnenpsychologie so gut im Blick, sondern wir sehen aber, welche Gruppen sozusagen wirklich Zielscheibe von Anfeindungen sind. Ja? Und das ist natürlich im analogen Lebensraum dann sehr ähnlich, und das ist auf jeden Fall ein ganz starker antimuslimischer Rassismus und Rassismus gegenüber Geflüchteten. Ja, das wird oft in einen Topf geworfen. Ja, also ich habe vorher schon gesagt, Rassismus differenziert nicht wahnsinnig, ja, das wäre dann zu komplex und zu kompliziert, sondern wirft viele Gruppen in einen Topf. Das entspricht auch dem allgemeinen Diskurs. So gesehen haben wir hier einfach sehr viele Personen, die zu uns kommen, die zum Beispiel, wie gesagt, sehr viele Frauen aufgrund des das muslimische Kopftuch tragen, die dann auf der Straße angefeindet werden und angegriffen werden. Oder auch in anderen Lebenskontexten Probleme haben, zum Beispiel bei der Arbeitssuche oder auch innerhalb eines Arbeits. Bereich ist, dass da immer wieder einfach dieses Thema konfrontiert wird, Kopftuch und Navi können dir den Job nicht geben, weil das würde die Kundinnen stören und so weiter und so fort. Das ist rechtlich nicht gedeckt natürlich, ja, aber sowas kommt. Ja, oder dass man schon das Gefühl hat, man wurde beim Bewerbungsprozess nicht involviert deswegen. Ja. Wir beobachten auch zunehmend, das ist natürlich auch auf der staatlichen Ebene zunehmend zu rassistischen Verhaltensweisen gegenüber bestimmten Gruppen kommt, auch durch die Polizei immer mehr. Haben wir Fälle, da sind Männer betroffen, junge Männer, sehr häufig minderjährige Flüchtlinge. Da gibt es schon, das hat sich schon verstärkt und das hat sich schon verändert. Ja, das ist natürlich, bei den klassischen, wir haben immer die gleichen Bereiche, wir kategorisieren unsere Bereiche ein bisschen nach öffentlichem Raum, Arbeit, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ist einer der vielen Situationen, eben sind zum Beispiel so Zutrittsverweigerungen zu Lokalen. Ja, das sind auch Personen, auch vielfach Männer mit schwarzer Hautfarbe sehr betroffen, also People of Color, also das ist etwas, was konstant ist. Ja. So gesehen, die Frage war, glaube ich, ob sich es verändert hat. Ja. Wie gesagt, die Zielgruppen ändern sich. Ja. Wer von Rassismus betroffen ist, die Mechanismen sind immer sehr ähnlich. Ja. Und eine Gesamtaussage zu machen über das Ausmaß rassistischer Vorfälle in Österreich kann niemand. Ja. Wir, wie gesagt, sind in Wien. Ja. Wir sind bekannt, aber auch nicht so bekannt. Ja. Es wird nicht statistisch dokumentiert von Strafverfolgungsbehörden, welche Straftaten aufgrund von rassistischen Motiven begangen werden. Das ist etwas, was wir immer wieder kritisieren, aber das passiert schlicht nicht und das wirklich wäre. Ja. In anderen Ländern durchaus teilweise passiert. So gesehen kann man ganz schwer eine Zahl bringen oder so, ja, wo das Bedürfnis immer sehr groß wäre danach, dass man es wirklich fassen kann mit Zahlen, aber das geht leider nicht. Ja, dafür haben wir allein als kleiner Verein nicht die Möglichkeit. Hat sich die Meldebereitschaft verändert? Also melden sich mehr Leute bei euch, die etwas dokumentieren? Ja. Im letzten Jahr haben wir beobachtet, ja, und uns wirklich viel Gedanken darüber gemacht, ja, wie wir damit umgehen. Auch wir haben beobachtet, dass sich verstärkt Zeugen und Zeuginnen melden, was einerseits sehr schön ist, und zu sehen, dass dann sehr viele Menschen, die nicht persönlich betroffen sind, aber sowas mitbekommen, in irgendeiner Form aktiv werden und das melden und auch sich darüber unterhalten wollen mit uns und sich auch Tipps geben lassen wollen, wie sie reagieren und so weiter. Also das ist einerseits sehr positiv, ja. Andererseits sind wir der Meinung, es ist die Anzahl der Betroffenen, die nicht zu uns kommen, warum ist das so? Also was steckt da dahinter? Ja, ist es teilweise eine gewisse Abstumpfung oder hat es einen Normalisierungseffekt? Ja? Müssen wir noch mehr Outreach machen? Ja? Oder ist es einfach eine riesengroße Barriere, für Personen, die selber rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind, doch irgendwie etwas zu unternehmen, sich noch einmal zu konfrontieren, zu exponieren. Ich glaube, die Gründe sind vielfältig, warum das so ist. Ja. Vielleicht ist es auch eine gewisse Frustration dahingehend, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht zu seinem Recht, wenn etwas einem so passiert. Auch das wäre nachvollziehbar, weil es vielfach tatsächlich einfach so ist. Ja.
Ja, also es gibt mehrere Thesen, die wir da haben. Ja, wir wissen es natürlich nicht abschließend, was der Grund ist, aber es ist doch etwas, was uns beschäftigt, ja, warum es anscheinend trotzdem oft schwieriger ist für persönlich Betroffene. Wir werden ganz oft kontaktiert, zum Beispiel von anderen Einrichtungen, ja, die Geflüchtete betreuen, Jugendliche, die sagen, wir haben da jetzt einen jungen Burschen angesprochen, weil da ist uns was komisch vorgekommen, dann hat er erzählt, was ihm passiert ist. Ja, also oft werden wir so kontaktiert, ja, und nicht direkt von den Betroffenen selber. Ja. Ich komme aus dem Opferbereich, ich weiß natürlich, dass es ganz viele Gründe gibt, warum man als Opfer, ja, und Opfer von rassistischer Diskriminierung zu werden, ist einfach was sehr Spezielles, ja, weil das wie bei anderen, also falls es eine Straftat ist, das ist nicht abgeschlossen in dem Moment, wo es passiert, sondern das Reviktimisierungsrisiko ist einfach total präsent. Ja, man wird aufgrund eines Merkmals irgendwie, sagen wir mal, verbal oder körperlich angegriffen und muss davon ausgehen, dass das wieder passiert. So gesehen ist es viel schwieriger zu bewältigen. Ja? Und rassistische Diskriminierung, die nicht nur jetzt im strafrechtlichen Bereich, sondern auch kann so subtil sie sein, weil sie ist schlimm. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, vielen nicht bewusst ist, nicht selbst damit konfrontiert sind, was für Auswirkungen das auf jemanden hat, der das erlebt. Es gibt einfach Barrieren, es gibt auch wahnsinnig viele Barrieren, also dieses Access to Justice, was immer groß proklamiert wird, ist einfach nicht für jede Person gleichermaßen vorhanden. Ja, und daran muss dringend, da muss auch dringend hingeschaut werden. Ja, und da kommen die alle dran. Elif, ich würde dich gerne fragen, es wird allen bekannt sein, antimuslimischer Rassismus oder Islamfeindlichkeit ist etwas, was man auch sehr stark auf den sozialen Medien wahrnimmt. Glaubst du, das ist etwas, was die sozialen Medien nur sichtbar, nur unter Anführungszeichen sichtbar gemacht haben, aber etwas, was es früher halt am Stammtisch im Wirtshaus gegeben hat und jetzt ist es speziell öffentlicher? Oder ist das etwas, das durch die Mechanismen der sozialen Medien und durch die Dynamiken, die dort entstehen, forciert wird und verstärkt wird? Wir arbeiten jetzt nicht so konzentriert, dass wir jetzt in allen sozialen Medien das durchforcieren. Ich glaube, da sind sogar bei der Zara noch mehr aufgehoben, weil sie ja dann wirklich gezielt mit der Gruppe Online Hate Speech agieren. Was wir aber wissen, ist halt von der Opfergruppe, ist, dass viele rassistische Angriffe oder Erfahrungen nicht neu sind. Das sind nicht Sachen, die jetzt im letzten Jahr passiert sind, in den letzten 2 Jahren passiert sind, in den letzten 3 Jahren passiert sind, sondern es sind Erfahrungen, die sich das übers Leben hindurch eigentlich immer mitgezogen haben. Und es ändert sich jetzt nur in eigentlich teilweise im Grad des Angriffes. Das heißt, wenn jetzt Personen damals angegriffen worden sind, einmal auf der Straße in 3 Jahren, 2 Jahren, hat sich das geändert, zum Beispiel angehäuft auf mehrmals im Jahr. Das heißt, es geht um ein Sicherheitsgefühl, dass Personen halt immer mehr die Sicherheit verlieren. Die Frage ist dann halt nur, wie geht man damit um? Das sind sehr individuelle Strategien, wie man damit umgeht. Es gibt Personen, die so präsent sind, dass sie sagen können, gut, ich suche jetzt nach meinem Recht und ich gehe jetzt auch jeglichen Schritt, ich gehe zur Beratungsstelle, ich gehe zur Polizei, ich mache auch die Anzeige, aber es gibt auch Personen, die sagen zum Beispiel, naja, wenn ich jetzt mein Sicherheitsgefühl verliere und es bringt eh nichts, wenn ich das anzeige, weil das wurde jetzt auch schon angesprochen, denn in vielerlei Hinsicht bringt es im Endeffekt nichts, dann ziehe ich mich lieber zurück und schränke mich selbst bei der Bewegungsfreiheit ein. Das heißt, das hat auch schon die Barbara erwähnt, auch bei unseren Zahlen sind 98% aller Betroffenen, also alle Betroffenen vom antimuslimischen Rassismus in unserer Datenbank Frauen gewesen. Das heißt, wir haben eine Intersektionalität vom Sexismus, antimuslimischen Rassismus. Es geht darum, dass Frauen stigmatisiert werden. Es geht auch vor allem natürlich auch um sichtbare Frauen. Wir wissen alle, dass Rassismus ein symbolischer Angriff ist, dass das nichts mit dem Opfer zu tun hat. Das heißt, es wird ein bestimmtes Merkmal der Betroffenen wahrgenommen, es wird da hinein konstruiert, interpretiert und aufgrund dessen wird die Person angegriffen. Und wir haben dann natürlich mit einer Frauengruppe zu tun, die dann sich natürlich sagt, gut, ich schränke mich dann selbst teilweise in meiner Freiheit ein und gehe dann ab 10 Uhr nicht mehr raus oder ich benutze dann nicht mehr die Öffis, sondern ich lasse mich lieber abholen, um einfach nur präventiv, falls so etwas nochmal passieren könnte. Und das haben wir schon von vielen Personen mitbekommen, die davon berichtet haben. Aber wir haben zum Beispiel auch vor 2 Wochen hatte ich ein informelles Gespräch gehabt mit einer relativ jungen Mutter, die schon ein Leben lang in Wien lebt und die dann gesagt hat, naja, inzwischen bringt
reicht es mir, weil ich kann nicht jede Woche vor meinen Kindern 2, 3 Erlebnisse haben und 2, 3 Mal euch einschreiben. Ich möchte das nicht alles nochmal verschriftlichen. Das Verschriftlichen, auch wenn es nur eine Verschriftlichung ist, ist nochmal das Wiedererlebungseffekt da, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber wieder Emotionen spielen, wieder eine Rolle und die dann wirklich sagt, ich melde das halt auch gar nicht mehr, weil es geht mir gar nicht mehr darum, ich möchte einfach nur, dass mein Kind dann sicher ist. Denn punkto Kinder ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir haben. Wir haben immer wieder Fälle, wo junge Mütter bzw. wo Frauen mit Kinderwagen angegriffen werden. Da kommt wieder der Punkt mit der schwächeren Gesellschaftsgruppe. Die werden dann immer wieder angegriffen. Ja. Teilweise halt auch wirklich auf eine Art und Weise, wo dann die Kinder, das Wohlsein des Kindes einfach auch angegriffen wird. Und das Kind erlebt mit, wie der Mutter angegriffen wird. Teilweise wird das Kind selbst auch angegriffen. Wir haben auch Fälle, wo die Kinder bespuckt werden. Und das hat dann schon eine dermaßen Auswirkung, einfach auch nicht nur auf die Person, die dann später dann auch Teil der Gesellschaft wird, sondern es hat, was erwähnt worden ist, ist es wirklich schwer zu begreifen, wenn man das nicht selbst erlebt. Das ist nämlich etwas, wo man konstant damit konfrontiert wird, auf der Straße, dann hat man die medialen Diskurse und die politischen Diskurse und manchmal gibt es wirklich, wir haben dann Gespräche, wo die Personen einfach sagen, ich möchte einfach nur Ruhe haben. Also ich möchte einfach nicht wieder präsent, medial präsent sein, also nichts, was mir irgendwie zugeschrieben wird, soll medial präsent sein. Ich möchte nicht irgendwie im Mittelpunkt stehen, ich möchte einfach nur unsichtbar sein. Also wir haben wirklich diese Entwicklung von, vor allem von den Betroffenen und es ist schon so, dass sich auch bei uns auch die Fälle häufen, wenn bestimmte mediale und politische Diskurse sind. Wir hatten immer wieder dann, wo wir Wahlen hatten, auch einen Anstieg gehabt, aber nicht nur die Wahlen, aber auch letztes Jahr im Oktober war auch die Zeit, wo bestimmte Studien veröffentlicht worden sind, die missbraucht worden sind eigentlich für die Wahlen, die aber, wenn eine bestimmte Gruppe immer wieder präsent ist in den Medien, egal ob es positiv oder negativ, es hat einen negativen Effekt, weil schon wieder sind sie in den Medien, die Muslime. Und wir haben einen ganz schlechten Bildarchiv der Presse eigentlich. Also wir haben letztes Jahr, wir haben dann im April unseren Report präsentiert und haben dann durchgeforstet, auf welchen Medien wir präsent waren. Und dann hatten wir Fotos von Frauen gehabt, immer natürlich von Frauen, das ist jetzt per se nichts Schlimmes, aber immer von hinten, es geht darum, dass Frauen mit Kopftuch teilweise immer von hinten gezeigt werden oder halt wirklich Niqab tragende Frau, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Und wir haben dann wirklich alle Medien nochmal einzeln angeschrieben und gesagt, ja, vielen Dank für die Berichterstattung, aber das Bild hat nichts eigentlich mit dem Thema zu tun, es geht um Rassismus, es geht natürlich, dass vielleicht sichtbare Frauen mehrheitlich betroffen sind, aber das, was sie machen, ist kontraproduktiv. Da kam Rückmeldungen, die gesagt worden sind, wir haben kein Bildarchiv, der geeignet wäre. Da haben wir uns wirklich überlegt, ob wir ein Bildarchiv stellen sollten und uns einfach mitschicken mit dem Report, damit wir nicht genau diese Bilder haben. Und zwar Bilder, wo wieder Frauen von hinten, ohne Gesicht, die Subjekte werden dann objektivisiert natürlich. Es sind teilweise immer wieder auch kaum junge Frauen, es sind immer Frauen im relativ ähnlichen Kleidungsstil. Keine Frauen, junge Frauen, die dann wirklich auch teilweise auch modig sich anziehen, also es werden schon bestimmte Narrativen natürlich immer wieder produziert. Und was auch der Andy gesagt hat, bei unserem Report geht es zum Beispiel um Rassismus, wie sie betroffen werden, aber mit diesem Bild wird dann wiederum ein anderes Narrativ wieder produziert. Also, oder wir haben dann Fälle, wo wir dann von den Medien kontaktiert werden, gefragt werden, möchten sie nicht, wir möchten gerne an betroffenen Opfer heran, könnten sie weitervermitteln und viele sagen, wir möchten es einfach nicht, weil wir nicht wissen, wie wir dargestellt werden. Weil sie nicht wissen, wie es kontextualisiert sind, weil sie nicht möchten, dass das, was sie erlebt haben, dann später in so einem Licht dargestellt wird, als ob es ja eh nicht so schlimm werde, beziehungsweise sie werden dann selbst eigentlich victimisiert, weil sie, oder wir haben auch in den letzten Jahren auch die Tendenz, dass teilweise auch Täter-Opfer-Umkehr so ein bisschen haben, ja, dann soll sie das ja nicht tragen. Warum trägt sie dann das Kopftuch, wenn sie sich unsicher fühlt? Da werden nicht diese rassistischen Strukturen eigentlich angegriffen und bezweifelt, sondern eigentlich, dass die Konsequenz und die Resultat daraus. Weil, warum geht es eigentlich? Und dann haben wir wirklich diese Entwicklung, und das ist doch eigentlich relativ eine neue Entwicklung. Also wir hatten, wenn es um antimuslimischen Rassismus ging und wenn es um Frauen ging, ging es meistens immer, die Frau, die muslimische Frau, die müssen wir beschützen, weil die wird ja unterdrückt.
Es war immer so ein Narrativ, was sich durchgezogen hat. Inzwischen ist das teilweise auch da. Das sehen wir bei den ganzen, jetzt bei dem Kopftuchverbot, die Kinder, wir müssen die Kinder schützen. Aber von der anderen Seite haben wir jetzt aber auch die Entwicklung, dass man sagt, ja, die Frauen sind ja selbst schuld, die Frau, die ein Kopftuch trägt, ist ein politisches Merkmal. Wir werden viele Sachen reininterpretiert, die nicht stimmen. Und die liefern natürlich dann die Personen, die dann Ängste haben, natürlich wieder viel Futter dazu. Und das verschärft sich nochmal. Das heißt, die Gesellschaft geht dann immer weiter auseinander, obwohl man das eigentlich im offenen Miteinander ganz leicht eigentlich aus dem Weg räumen könnte, wenn wir jetzt nicht um Extremisten sprechen, sondern bei teilweise einer bestimmten Gruppe von Gruppen, die doch rassistisch agieren, aber vielleicht das noch nicht so ganz gesättigt ist im Sinne vom Extremismus. Ganz kurz noch, was empfiehlt sie, wenn jemand sagt, mir ist etwas passiert und als Konsequenz daraus fahre ich am Wochenende am Abend immer mit der U-Bahn, weil ich möchte nicht beschimpft werden. Also diese Selbstbeschränkung, wenn jemand das als für seine quasi persönliche Lösung, was empfiehlt sie dann? Also das ist eine individuelle Empfehlung und ein Sicherheitsgefühl, da kann man jetzt nicht besonders viel eingreifen. Wir versuchen dem entgegenzuwirken. Wir haben dann letztes Jahr versucht, einen Selbstverteidigungskurs von Frauen und Frauen anzubieten, damit einfach Frauen sich sicherer auf der Straße fühlen, weil das ganz wichtig ist, dass man sich selbst sicher fühlt. Aber wir können keine Frau einreden zu sagen, na, tu nicht den Gefallen dem Rassisten und geh doch auf die Straße. Denn da geht es wirklich um die Sicherheit der Betroffenen. Aber wir versuchen trotzdem, die Personen zu sagen, nochmal nahezulegen, welche Rechte man hat, welche Möglichkeiten man hat, auch in den U-Bahnen, dass es diese Notfallstellen gibt, wo man auch immer wieder auch anrufen kann, dass man diese auch immer wahrnehmen kann, dass man die Polizei anrufen kann. Und das ist wichtig, weil das ist etwas, was dann doch das Sicherheitsgefühl stärkt, wenn man weiß, ich weiß, wie umzugehen ist, wenn mir etwas passiert. Das ist was ganz anderes, wenn man eine Ohnmacht erlebt und dann schockiert ist und nichts weiß, was man tut. Und dann hat es psychisch eine viel, viel, viel längere Nachwirkung als eine Person, die da ist und weiß, ich tue jetzt mein Bestes und das kann ich tun und das kann ich tun. Wenn ich die Polizei rufe, kann ich darauf insistieren, dass die Anzeige erstattet wird und nicht, dass die Polizei dann sagt, nö, wir kümmern uns nicht darum. Und das sind wichtige Tools, die man dann wirklich im Alltag braucht, wo wir diese dann nahelegen, damit sie selbst doch ihr Sicherheitsgefühl sich stärkt und sich dann vielleicht doch wieder rausgehen. Aber ich würde niemandem das reinreden wollen, rauszugehen, obwohl man sich nicht sicher fühlt. Ich würde gerne eine Runde machen zu möglichen Strategien. Und zwar hätte ich gerne von euch gehört, was ihr glaubt, woran es am meisten fehlt. Braucht es mehr Arbeit mit Tätern? Braucht es mehr Opferhilfe? Muss man mehr miteinander reden, dieses mehr miteinander reden, das ist so eine politische Floskel, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen und so weiter. Klingt ja auch nicht schlecht, möglicherweise auch was für sich, aber ich bin da letztens gestolpert über meine Aussage von Hasnain Kasim, das ist der Spielkorrespondent in Wien, der hat ein Buch geschrieben über Hass, den es bekommen hat, und er hat quasi diesen Leuten geantwortet und hat die in Dialoge verwickelt, und das ist recht unterhaltsam, und hat sich aber dann sozusagen, musste sich vorwerfen lassen, dass er mögliche Gräben in der Gesellschaft ja dadurch nur vertieft. Und seine Antwort war, umso besser, weil wenn mir jemand schreibt, du gehörst an den Galgen und für dich sollten wir Mauthausen wieder aufsperren, dann möchte ich, dass der Graben zwischen mir und dieser Person tiefer wird und die Mauern höher werden. Und was soll ich mit dem noch reden? Also wie steht es jetzt zu so einem Zugang auch sozusagen, gewisse Dinge dann gar nicht mehr in den Versuchen, in einen Diskurs reinholen zu können, aber auch davon abgesehen, was sind so generelle Strategien als Zivilgesellschaft, was braucht es am meisten? Vielleicht gleich anknüpfend an das von dir Gesagte, mit dem, also zum Abbruch der Diskussion oder Diskussionsverweigerung. Französische linksliberale, linke Intellektuelle haben schon Anfang der 90er Jahre so einen, der heißt Appell, zur Wachsamkeit veröffentlicht, wo das schon, weiß ich wie viele hundert unterschrieben, und dann auch auf Deutschland hat sich dann ein bisschen ausgedehnt, wo die Unterzeichnerinnen sozusagen versprechen mit Vertreterinnen der extremen Rechten, und das sind eben 100% Rassisten und Rassistinnen und meistens auch Antisemiten und Antisemitinnen, sich nicht auf ein öffentliches Podium zu setzen. Also diese Gesprächsverweigerung in der Öffentlichkeit, dieser Appell zur Wachsamkeit ist in Österreich, hat das auch ja, nie gegolten, von ein paar Leuten abgesehen, aber ich halte es trotzdem wichtig, das klarzumachen, dass man
ja, mit Leuten, die ja, eine Gesellschaft so nicht nur, also wollen, die diametral meine Vorstellungen entgegengesetzt ist, sondern mit Leuten, die ja, Rassismus schüren, die Ressentiments schüren, die Antisemitismus schüren, die verhetzen, die Menschenverachtung predigen, die, und da bin ich auch bei meiner persönlichen Betroffenheit als nicht unmittelbar von Rassismus Betroffener, die auch der Demokratie gefährlich sind. Ja, und das ist quasi meine Betroffenheit. Jean-Paul Sartre schreibt in seinem immer noch sehr lesenswerten Essay, ist, glaube ich, 47 erschienen, zur Judenfrage. Kein Franzose, man kann ergänzen, keine Französin ist sicher, solange irgendwo auf der Welt ein Jude oder Jüdin in Gefahr ist. Ja, was heißt das? Ja, unmittelbar natürlich geht die Gefahr gegen die Objekte von Rassismus, Antisemitismus aus, aber mittelbar ist es eine Gefahr für die Demokratie und diejenigen, die an ihr hängen, ja, und sie auch verteidigen wollen. Die Geschichte zeigt diesen Zusammenhang eindeutig. Ja, je mehr Rassismus, je mehr Antisemitismus, desto weniger Demokratie. Das ist auch heute so. Was im Übrigen aber, Stichwort Postdemokratie, die Aussichten ja, eher nicht so positiv erscheinen lässt. Das heißt, solange es uns nicht gelingt, auch, und da bin ich jetzt bei der quasi Makroebene, wo es natürlich am schwersten ist, Erfolge zu erzielen. Und solange es uns nicht gelingt, diesen Kurs aufzuhalten, ja, in einer kollektiven, möglichst auch globalen Anstrengung, diesen Kurs der Entdemokratisierung, der auf vielen Ebenen, und nicht nur in Österreich, also ein internationaler Prozess, der ja, die Bedingungen für Rassismus und Antisemitismus und für die Erfolge der Parteien, die damit in Politik machen, ja, extrem verbessert hat. Ja. Das wäre sozusagen die Makroebene, auf der Meso-Ebene vielleicht, wenn man, ja, das wäre die Ebene der Parteien, der Innenpolitik. Da sehe ich mich schon persönlich auch als gescheitert an, beziehungsweise über die Gründe können wir vielleicht noch diskutieren. Nämlich gescheitert ja, an dem Punkt, nämlich durchzusetzen, die Sichtweise der FPÖ als rechtsextrem. Das Dokumentationsarchiv hat die FPÖ 1993 das erste Mal als rechtsextrem bezeichnet, das auch argumentiert, das hat auch gehalten, auch juristisch. Zunächst, es war ein mühsamer Prozess, auch in der Arbeit mit Journalisten, Journalistinnen, auch mit Politikerinnen anderer Parteien, stieg die Bereitschaft, die FPÖ als rechtsextrem zu bezeichnen. Nicht bei allen, aber doch bei einigen. Interessanterweise auch über den Zeitpunkt hinaus, als Jörg Haider Ende 90er Jahre, Anfang 2000 von extremen Rechten, ja, meiner Meinung nach glaubwürdig, könnte man diskutieren, ob im Unterschied, würde ich sagen, heute zu Heinz-Christian Strache sozusagen vom rechten Rand weg wollte. Wir wissen, das Ergebnis ist bekannt, die FPÖ ist ihm nicht gefolgt. 2005 hat er sich dann, wie er wörtlich gesagt hat, aus dem braunen Sumpf befreit. Ja. Der braune Sumpf, wie Heide nannte, ist noch weiter nach rechts gerückt. Ja. Und genau ab 2005 war niemand mehr bereit, diese ja, rechtsextreme FPÖ noch so zu bezeichnen. Ja. Das geht rein bis zu den deklarierten Gegner, Gegnerinnen dieser Partei, wie dem sehr geschätzten Karl Oellinger, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin seit Jahren. Ja. Aber der Karl hat wollte die FPÖ als rechtsextrem bezeichnen, er hat lieber gesagt rechtspopulistisch. Genauso wie das Team Stolnach und dann habe ich gefragt, ja, aber was ist dann der Unterschied? Und es gibt einen Unterschied, ja, zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Also dieses Scheitern, natürlich kämpft man da gegen große ideologische Apparate. Ja, das beschäftigt mich natürlich, weil ich glaube, dass das auch Ausdruck ist einer Normalisierung, die ja nicht nur die FPÖ selbst betrifft, sondern auch den Rassismus ganz allgemein. Die Sagbarkeitsgrenzen sind ja systematisch nach unten verschoben worden. Auch da ging es darum, ja, zu entnormalisieren, Rassismus, Antisemitismus jetzt als Diskurs wieder auch zum Skandal zu machen. Das Problem ist, in Österreich, ein sehr autoritär verfasstes Land, alles, was
sozusagen die gesetzliche oder juristische Schranke unterschreitet, was nicht verbotsgesetzrelevant ist, was nicht Verhetzung ist, ist in Österreich quasi automatisch gleichberechtigter Partner im Diskurs. Ich bin wieder am Anfang, der ORF lädt Identitäre ins Studio ein. Nicht nur Servus TV, aber die Kammer als Privatsender, wir wissen, wo der Besitzer steht, politisch. Ja, aber wenigstens nicht oft. Ich muss jetzt leider kurz meinen Arbeitgeber verteidigen. Wenigstens nicht ganz oft. Nein, aber es reicht schon einmal. Und vor allen Dingen, wir erinnern uns, es war Alexander Markowitz, der ORF wird kritisiert dafür. Was sagt er? Also haben sie gewusst, dass Identitäre sind dann sehr peinlich. Für den ORF, die Identitären haben das E-Mail veröffentlicht, das sie den ORF geschickt hat, als Identitäre. Ja, das muss man sich vorstellen. Das sind ja bekannte Rechtsextreme, die jetzt auch Ermittlungen ausgesetzt sind, aus gutem Grund, als quasi Asylkritiker ins Studio geladen und einen deutlichen Ausdruck von Normalisierung von Rassismus und Rechtsextremismus sehe ich nicht. Aber du hast natürlich völlig recht, dem ORF ist passiert, bei dem ist aber auch das, was passieren kann, spricht glaube ich auch Bände und vielleicht das Positive ganz unten, die Mikroebene, wo die Erfolge am nächsten liegen. Hier kann ich auch nur sagen, dass ich weiter tun werde, was ich tue, nämlich in der Arbeit mit Jugendlichen eines vor allem, und wenn man das nicht schafft, dann ist mir gescheitert, nämlich sie davon zu überzeugen, dass sie letztendlich, also jetzt die, quasi wo sie Subjekte von Ressentiment, wo sie diskriminieren, wo sie abwerten, und da geht es darum, sie davon zu überzeugen, dass sie sich selbst schädigen. Ja. Wenn das nicht gelingt, das Selbstschädigende am Rassismus, am Antisemitismus deutlich zu machen, sowohl auf der Wahrnehmungsebene, wo es Verarmung bedeutet, was gerade für Jugendliche ein Thema ist, als auch auf der politischen Ebene, wo es Spaltung, Herrschaftsbegünstigung und so weiter, Entdemokratisierung bedeutet. Wenn ich das, egal ob Jugendliche, es gilt für Erwachsene wahrscheinlich auch, und wenn ich das nicht plausibel machen kann, dieses Selbstschädigende, dann sehe ich wenig Chance auf Erfolg. Was ist die eine Strategie, wo du sagst, davon braucht es mehr? Ich glaube nicht, dass es eine Strategie gibt. Ich glaube, es ist ein komplexes Thema. Es hat auch schon das gezeigt, was der Andi jetzt irgendwie im Bogen, den er aufgespannt hat. Ich möchte nochmal zurückkommen zur Gesprächsverweigerung. Ich halte es für eine wichtige politische Strategie, die in den politischen Gruppen, vor allem feministischen Gruppierungen, in denen ich aktiv war, wie auch immer, praktiziert haben und nie FPÖ-Politikerinnen zum Beispiel eingeladen haben, auch nicht abgebildet haben, wie auch immer, auch nicht, wenn wir über die FPÖ berichtet haben, jetzt bei einer feministischen Zeitschrift, in der ich gearbeitet habe. Das ist natürlich nicht die Strategie, wenn es um die Arbeit geht mit Personen, die sich extremistischen Gruppierungen angeschlossen haben oder die rassistisch oder rechtsextrem sind, weil da muss das Gespräch der Ausgangspunkt sein. Ja, und für uns. Ja, aber das ist der Unterschied, ob ich sage, ich spreche nicht mit diesen Personen, weil ich möchte, also in der Beratungsarbeit ist das eben keine Strategie, sondern im Gegenteil, da geht es darum, einen Zugang zu finden und über die Beziehungsarbeit dann auch zu sowas zu kommen wie alternativen Perspektiven für die Person, die nicht drin bestehen, dass man sich einer gewalttätigen extremistischen Gruppierung anschließt. Und ich glaube, da geht es sehr viel nicht über den Intellekt, da geht es nicht darum, klar zu machen, dass Ungleichheit allen schadet. Ja, Ungleichheit schadet allen. Es gibt das berühmte Buch von Richard Wilkinson, der sich Zahlen angeschaut hat aus mehreren Jahrzehnten und sich alle Länder, also sehr viele Länder der Welt angeschaut hat und der zu dem Schluss gekommen ist, dass je ungleicher eine Gesellschaft ist, das heißt nicht je ärmer, sondern je ungleicher, also je größer der Abstand ist zwischen den Reichen und den Armen, desto mehr Gewalt gibt es in der Gesellschaft, desto mehr Kriminalität, desto mehr Teenager-Schwangerschaften. Also hat sich eine ganze Reihe von Parametern angeschaut und das ist, denke ich, ein Appell, den kann man an. Also das ist schon wichtig, auch diese Art der Aufklärungsarbeit, ja, weil wenn ich als wohlhabender Mensch vielleicht draufkomme, dass nicht
dass meine Lebenserwartung auch geringer ist, je ungleicher eine Gesellschaft ist, aber das ist nicht was, was in der direkten Arbeit mit Jugendlichen fruchtet aus unserer Erfahrung, sondern da geht es sehr viel um die emotionale Ebene. Und jetzt die eine Strategie, ich weiß es nicht, die heißt, auf einer politischen Ebene denke ich mir, ja, Ungleichheit bekämpfen, den Wohlfahrtsstaat verteidigen, da können auch wir alle was dazu beitragen, also die Armutskonferenz hat gerade eine Kampagne laufen, wo es genau darum geht, den Wohlfahrtsstaat nicht nur zu verteidigen, sondern auszubauen. Auf einer individuellen Ebene, denke ich, da gibt es auch viel, das man machen kann. Also ich merke bei mir selbst, dass es teilweise, auch wenn ich immer wieder mit dem Thema konfrontiert bin, auch im Beruf, dass es sowas wie eine Abstumpfung gibt. Das finde ich ganz wichtig, das nicht zu machen. Und es gibt ganz kleine Gesten, die jeder Mensch setzen kann, ja, wenn ich Zeugin wäre von einer rassistischen Beschimpfung und wenn ich mich schon nicht traue, irgendwie aufzustehen und was dagegen zu sagen, reicht es manchmal schon, die Person irgendwie mit der Kontakt aufzunehmen, da irgendwie ein Zeichen zu geben, dass man solidarisch ist. Also das ist auf der individuellen Ebene. Ansonsten braucht es Ressourcen für die Arbeit, die wir alle machen, ja. Aber das ist auch so was, das ist nicht was, was wir quasi entscheiden können. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn ich mir das jetzt so denke, ist nicht abzustumpfen, nicht als gegeben hinzunehmen. Es gibt eine relativ neue Studie, oder beziehungsweise eine kleine Studie, aber wo Jugendliche befragt werden, auch zu Hass im Netz, und die resignieren, die sagen, man kann eh nichts machen. Ich wüsste nicht, was ich dagegen tun soll. Also ich denke mal, da irgendwie die Energie hinzurichten, dass es Möglichkeiten gibt, sich auch zu wehren und das auch und auch immer wieder die Solidarität zeigen mit den Opfern. Okay. Ja, also unzählige wichtige Strategien, die bleiben jetzt einmal ein bisschen bei unserem Zara-Thema, bei dem, was wir machen. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, dass man auch auf weiterhin und auch wünschenswert wäre, wenn das jetzt nicht nur ein paar wenige kleine, ressourcenschwache Organisationen machen könnten, sondern wenn das etwas breiter wäre und der Selbstverständlichkeit wäre, dass man wirklich Personen, die betroffen sind, wo eben schon etwas passiert ist oder etwas vorgefallen ist, eine Diskriminierung unter Schneidereien, dass die unterstützt werden, zu ihrem Recht zu kommen. Ich bin Juristin, ich glaube ganz stark daran, ja, dass zu Recht jemanden zu seinem Recht kommen, wenn Unrecht passiert ist, ganz viel zum sozialen Frieden beiträgt. Ja. Da geht es jetzt gar nicht so viel um Bestrafung von den anderen, sondern einfach um Anerkennung eines Unrechts. Ja. Und dass nicht einfach Personengruppen in einer anscheinenden Rechtlosigkeit resignieren, das zugelassen wird von der Gesellschaft. Das halte ich für eklatant wichtig. Ja. Und natürlich wird es an Grund- und Menschenrechten gesäbelt. Ja. Ich denke, noch haben wir eine Verfassung, ja, wo das langfristig hoffentlich nicht alles weggesäbelt werden kann. Wir sind auch in der EU drinnen, wo wir auch natürlich viele Maßnahmen im Gleichbehandlungsgesetz und so weiter zu verlangen haben. Von selber ist da nicht so viel passiert in Österreich, aber das gibt es. Also es gibt, wird immer hoffentlich noch lange Dinge geben, die nicht gehen. Ja. Das heißt, das ist etwas, was meiner Meinung nach mehr gefördert wird, dass Personen wirklich Zugang haben, Zugang zu Unterstützung haben, um eben zu ihrem Recht bei erfahrenem Unrecht zu kommen. Das ist wichtig, und dass das gesehen wird und dass das anerkannt wird. Ja. Und das Zweite, was auch unser Thema ist und was auch eklatant wichtig ist, ist eben Zivilcourage fördern. Ja. Zivilcourage ist kann genauso mitreißend sein wie das andere, wie das Hassen und das dagegen sein. Ja. Es ist anstrengender. Ja. Es ist zivilcourage sein und auch irgendwie ist man als Person, die eben für Grund- und Menschenrechte eintritt und nichts anderes ist, als wenn man antirassistisch arbeitet. Ja. Ist man immer in der Argumentations- und irgendwie wurde man irgendwann in die Ecke gedrängt, wo man immer aufspringen muss auf diesen Diskurs auch derjenigen, die,
das Gedankengut verstreuen oder rassistische Gedanken verstreuen, das sollte nicht so sein. Ja, also irgendwie muss es einen Weg geben, dass man nicht immer hinterherhängt. Ja, wir machen Argumentationstrainings mit unterschiedlichen Gruppen und wir lassen das die Leute ausprobieren. Und es ist tatsächlich so, ja, wenn es Rollenspiele gibt, diejenigen, die rassistische Stammtischparolen schmeißen, sagen danach, oh Gott, das war so leicht. Ja? Und warum ist es so leicht? Weil man muss nur schreien, ja? man darf allgemein vereinfachen, das ist unheimlich leicht, ja? Während die dagegen argumentieren, am Ende völlig frustriert sind und sagen, aber ich weiß zu wenig, ich weiß zu wenig Zahlen und hin und her. Ja? Also irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn man dagegen argumentiert, muss man erstens einmal moralische Überlegenheit beweisen, aber man muss auch mehr wissen. Das reicht nicht, dass ich in meiner Grundhaltung, dass das eine Verletzung meiner persönlichen Werte ist, wenn jemand rassistisch beschimpft wird. Das reicht nicht. Ich muss Argumentationen bringen, ich muss Zahlen bringen, ich muss mit Kriminalitätsstatistiken herumschmeißen. Ja. Warum? Ja, also dieses ganze Narrativ sollte auch von völlig anderen sein. Es ist ganz klar, dass das sehr anstrengend ist. Also wie gesagt, es ist ein anstrengender Prozess und es ist wichtig eben, dass wir uns in unserer Zielcourage mitreißen, ja, und das Ganze auch ein bisschen lustvoller machen, als das wir irgendwann einmal bringen. Ja, also zusätzlich zur Abstufung ist auch, glaube ich, die große Gefahr, dass man einfach die Leute müde werden. Ja, und das sollte verhindert werden. Ich stimme vollkommen zu, vor allem wenn es darum geht, Stärkung von Opfer bzw. von potenziellen Opfern von Rassismus und Zivilcourage, weil es sich doch zeigt, dass es viel wieder aufbaut, denn wenn Rassismus spaltet, dann bringt Zivilcourage es wieder zusammen. Das ist wirklich so wie ein Pflaster, vor allem für die Betroffenen. Ich würde gerne nur einen Bereich auch noch erwähnen wollen, was ich einfach sehr wichtig finde, ist der Schulbereich, weil der geht immer so unter und die meisten rassistischen Erfahrungen, die bestimmte Personen machen, beginnt dann oft schon in der Schule. Und da denke ich, dass eigentlich die Schule, wenn es jetzt um langfristige Ziele geht, der Ort ist, wo wir die ganze Gesellschaft eigentlich drin sitzen haben, wo wir eigentlich jeden Einzelnen auch begegnen können und konfrontieren können. Und es wäre eigentlich ein sehr wichtiger Ansatz, auch dort dort anzusetzen und dann zu arbeiten mit Rassismus und mit Vorurteilen. Wie gehe ich mit Vorurteilen um? Was wir wiederum aber heutzutage haben, dass viele dann nicht nur von Mitschülern und Mitschülerinnen Rassismus erfahren, sondern dass viele auch von Lehrkräften Rassismus erfahren und dann sich sehr, 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 sehr ohnmächtig fühlen, weil davon hängt immer der Schulabschluss zusammen, ob man jetzt weitermacht oder nicht. Also wir haben Fälle, wo wir wirklich mit Personen informell sprechen und von Schüler, Schülerinnen und sagen, wir können es gerne aufnehmen, sagen sie meistens, na, lieber nicht, weil die Befürchtung da steht, nach 2 Jahren habe ich die Matura, was passiert danach, das wird sich im Lehrerzimmer herumsprechen. Das heißt, es ist für mich immer noch nicht verständlich, warum es immer noch in der Schule, es ist immer noch im Rahmen der Selbstmotivation des Lehrkraftes überlassen, ob man sich jetzt mit bestimmten Themen auseinandersetzt oder nicht. Natürlich, welche Personen werden sich mit dem Thema auseinandersetzen? Die Personen, die eh schon sensibilisiert sind, und die, die es nicht sind, werden das eigentlich niemals machen, vielleicht ganz im Gegenteil nochmal bestärken. Und es wäre ganz wichtig, in den Schulen anzusetzen, weil viele auch Rassismuserfahrungen in der Schule ganz andere Erfahrungen sind als außerhalb der Schule, weil da noch ganz andere Beziehungsverhältnisse und Hierarchie besteht. Und die Wunde ist einfach auch viel tiefer bei den Schülern und Schülerinnen. Und das ist auch der Ort, wo man eigentlich auch die Person erreichen kann in Bezug auf Rechte und Möglichkeiten zu vermitteln und sie auch zu empowern. Das heißt, die Schule ist eigentlich nicht zu unterschätzen, aber wir sind leider heute wirklich dort, wo da sehr viel passiert und es eine Grauzone ist. Und wir eigentlich sogar, wenn es um Gymnasiumlehrerinnen geht, Professorinnen geht, dass die sogar mit interkulturelles Lernen als Wahlfach auseinandersetzen. Das heißt, wir leben in einer, vor allem Wien, das ist kunterbunt, wir haben zig Studien, was beweisen, dass wie viel Prozent einen Migrationshintergrund haben von Ihnen oder von Ihren Eltern, aber trotzdem sind ja kulturell ein Wahlfach. Wie kann es sein? Wie kann dieser Umgang mit Pluralität immer noch so in den Hintergrund gedrängt werden und nicht wahrgenommen werden, wobei das eigentlich die Methode wäre, auch die Kompetenzen zu erkennen. Denn die Vielfalt bringt ja sehr viele Kompetenzen und sehr viel Stärke mit sich, die man nur wahrnehmen muss und die man auch den Leuten umsetzen kann.
Also ich stimme allem zu, was gesagt wurde, und ich möchte gerne nochmal diesen Bildungssektor nochmal unterstreichen, weil ich den doch ganz wichtig finde. Ja, vielen Dank. Wir sind zeitlich schon recht fortgeschritten, aber haben noch Zeit für eine Fragerunde, wie schon versprochen. Wenn jemand eine Frage aus dem Publikum hat, dann... Ich glaube, wir haben leider kein Mikrofon. Ich würde Sie einfach bitten, vielleicht... Wir nehmen wir teilen uns ein. Ich verzichte gerne auf eins. Ich glaube, unsere Kamera ist es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn Sie laut genug sprechen, glaube ich, wird man Sie verstehen. Eins, zwei, drei. Also Sie haben am Anfang erwähnt, den Fall von einem Gemeinderaum. Also ich komme jetzt, also ich wohne in dem Gemeinderaum in der Brückenau. Es ist Anlass bezogen jetzt am Montag, also ich habe eine sehr rassistische Nachbarin. Am Montag ist bei uns, also kurz bevor ich nach Hause kam von der Arbeit mit meinem Mann, ist eine Person aus dem Fenster gesprungen, also Selbstmord begangen. Das war am Montag kurz vor 18 Uhr. Und es hat zwei, drei Stunden gedauert, bis dieser, also bis der Leiche abgeholt wurde. Während dieser Zeit, meine Nachbarin dreht vor dem Radio, also voll mit Musik. Und nach einer Stunde sind die Angehörigen von den Verstorbenen an die Stelle gekommen und das ist einfach laut. Also Angehörige, also der, das ist ja glaube ich der Sohn, die Tochter glaube ich, vor Ort angekommen sind und meine Nachbarin ruft noch die Polizei. Was ist, also sie ruft die Polizei an, sagt, warum ist da unten laut und warum machen wir da nichts? Also denke ich mir, wie weit geht das eigentlich, das Rassismus? Ich meine, das ist einfach so selbstverständlich. Also die macht ein Radio auf und dann nachher ruft sie bei der Polizei, warum die Angehörigen unten weinen. Also ich meine, Gemeinde war die Brigitte am Montag. Also es machen jetzt noch Betroffene ganz. Deshalb bin ich auch hier. Klingt nach einem ziemlich dramatischen Vorfall. Tut mir leid, zunächst einmal, dass Sie sowas erleben mussten. Kann man, ich weiß nicht, als Frage daraus ableiten, wie verhält man sich, wenn sowas passiert? Ist das eine Frage? Ja, das ist eine Frage. Und was macht man denn da eigentlich? Damit der Dame reden. Ich gebe Sie die Frage weiter. Ich gebe die Frage weiter. Wie verhält man sich, wenn sowas passiert? Ja, also wie man sich selbst verhält, wenn man, in so einer, wenn man nachvollziehbarerweise betroffen ist. Es gibt immer ganz unterschiedliche Ansätze, ja, wie man sich bei sowas verhält. Erstens einmal, wie gesagt, das löst eine Betroffenheit auf, die für den nachvollziehbar ist und das ist auch. Aber dann beschimpft sie auch als Tschusch und wäre das jetzt eine ausländische Person, der sich da vom Balkon runtergeworfen hat. Wenn es sich um eine ausländische Person hat, scheint es tschuschen und immer, denke ich mir, die Welt gegen das eigentlich, dass man über den Tod unten einfach noch beschimpft. Ja, also wie man sich verhält bei sowas, ich bin jetzt auch gerade sprachlos über diese Art von Verhalten bei einem Sterbe- und Todesfall. Ja. Prinzipiell gibt es mehrere Strategien, wie man sich bei solchen Vorfällen verhält. Ja. Ich meine, das Erste, was in den Kopf kommt, ist immer dieses Täterinnen-Zentrierte, ja, quasi ich muss mit dieser Frau mich auseinandersetzen. Ja. Das kann eine Lösung sein, das kann aber auch keines sein. Es kann sein, dass das in dem Fall, wenn jemand so weit fortgeschritten ist in seinen Haltungen, ja, und auch verroht ist, dass man da eventuell für sich selber die Betroffenheit am Ende dann verstärkt und frustrierter rausgeht, ja, oder noch betroffener, weil eventuell mit dieser Frau nicht dieses Gespräch zu führen ist, dass man sie zum Umdenken bringt. Ja. Eine andere Strategie ist, man wendet sich dem unter Anführungszeichen Opfer zu, ja, und gibt denen zu verstehen, dass man dieses Verhalten nicht okay findet und dass man sozusagen ihnen Solidarität bekundet. Das ist oft die bessere Strategie. Ja. Eine dritte Strategie wäre irgendwie das Verhalten von der Frau auf irgendeine Art und Weise zu stoppen, ja, ohne dass man in eine Argumentation oder Diskussion mit ihr geht. Ja. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall möglich gewesen wäre, ja, dass man irgendwie schaut, dass man sie zum Schweigen bringt, jetzt nicht in gewalttätiger Form, sondern einfach in den Raum nimmt. Ja, aber das kommt sehr auf die Situation drauf an. Ich glaube, den Betroffenen Solidarität bekunden ist immer auf jeden Fall eine Methode, wo man zumindest
jenen Unterstützung signalisiert und das hilft, ja, weil das Schlimmste ist, und das sagen sehr viele Betroffene auch, was für sie im Nachhinein auch so schockierend war, niemand hat was gesagt. Ja, da hat mir jemand jetzt beschimpft oder hat mir jemand angegriffen und rassistisch passiert und die anderen haben nichts gesagt. Ja, und das ist gleich schlimm teilweise, wenn nicht sogar manchmal schlimmer empfunden. Ja, also mit dem kann man eigentlich immer zumindest und man kann auch für sich selber dann irgendwie etwas tun. Okay, da war noch eine Frage. Also, mir schwirren tausend Fragen im Kopf herum, auf jetzt sehr viele, weil auch in diesem Fall, muss ich jetzt noch dazu fügen, war ja jetzt auch bei dem tragischen Fall mit dem Mädchen, wo die Wähler müssen ausrücken, weil eine Trauerfeier, dass sich Leute aufgeregt haben, weil die eine Trauerfeier abgehalten haben. Ja. Also das kann es ja auch nicht sein, das ist genau das Gleiche. Aber jetzt zu der Schule und die große Seite war von mehreren Seiten, ich glaube nicht, dass dann die ab 16, 17 Ruhe ist mit dem Rassismus, dann, weil wo kommen da die kleinen rassistischen Kinder her? Die haben ja Eltern. Ja, die sind wieder im Alter. Die haben ja Eltern, mit 30, weil die Kinder in der Schule, Unterstufe haben, dann ist, wo kommen die her mit ihren Äußerungen? Die haben sie ja von zu Hause und nicht sich selber erarbeitet, sondern den Rassismus. Und dann noch auch zum Gemeindebau. Es ist aber die Frage, Wien, Österreich ist ein multikulturelles Land seit jeher. Wann fängt der Ausländer an und wann hört er auf? Wann, wie weit geht das zurück? Ich habe jetzt in den letzten Jahren, ich arbeite in der Schule seit den 80er Jahren, arbeite in der Schule, und jetzt die letzten Jahre werde ich gefragt, Frau Professor, wo kommen Sie, wo sind Sie geboren, wo kommen Sie her? Sind Sie aus Wien? Naja, nein, aber wo sind Ihre Eltern? Aus Wien? Nein, weil ja, ich bin eine waschechte Wienerin bis in die vierte Generation. Nur meine Großeltern sind 1887 oder 85 beidsprachig aufgewachsen, nämlich Tschechisch. Ja? Und nur weil mein Name so ist, sagen die Schüler, hallo, wieso, wo kommen Sie her? Also, dass das eigentlich Wien ist und dass das Monarchie war und dass das Österreich war, das ist ihnen bewusst. Aber das eine, wo fängt das an und hört das auf? Das andere ist, auch eben die Kinder, die da rassistisch sich äußern, ich habe auch schon auch in den 90er Jahren schon gekauft, die skurrilen Sachen, wo ein Ägypter, ein Perser oder ein Serbe haben sich gegenseitig nur Sauerjuden beschimpft. Also da war das also, total irre, wo ich mich mit den Schülern auseinandergesetzt habe und dann Hitlerbilder verherrlicht im Geschichtsbuch. Na toll, sag ich, was ist da toll? Schau dich an, was auch gut was mit dir gewesen wäre, wenn du. Ich bin also ein Staatsbürger, also ich glaube, sie Juden waren keine österreichischen Staatsbürger. Das ist ja nicht so. Und als ich einen Kollegen in der Schule gehabt habe, wo ein Zwölfjähriger gesagt hat, ich will dir ja nur helfen, dass du was lernst. Und er sagt, Entschuldigung, wenn ich sage, davon der Neger kann ich ja nichts lernen. Das zweite Klasse, Zwölfjährige. Das hat er ja auch von woher. Darf ich nur kurz so sehr solche Erzählungen schätze? Was macht gegen die Eltern? Wie ich muss ja so mit Schülern arbeiten, geht nicht, wenn zu Hause das so da ist. Was tun mit den Eltern? Okay, das ist was machen mit den Eltern? Eine Frage, die ich gerne weitergebe. An die du arbeitest mit Schülern, inwiefern sind denn die Eltern eigentlich? Ja, ich kann der Kollegin nur beipflichten und viele. Lehrer, Lehrerinnen, die ja sicher die Berufsgruppe ist, mit der ich neben Journalistinnen am häufigsten, am meisten zusammenarbeite, sagen das auch, bestätigen das auch, wenn eben zum Beispiel so ein Vorfall wie der jetzt genannte und man stellt sich die Eltern oder Elternteile in die Schule, dann hört man von Vater oder Mutter, ja, so, wo ist das Problem? Brav, so, recht toll. Also es wird dann bestätigt. Da ist wirklich kaum was zu machen jetzt dagegen, gerade in einem Land, wo die Familie so heilig ist wie in Österreich. Das Einzige, was ich in solchen Konstellationen mache, wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja eben aufgrund der fehlenden Ressourcen nie Gelegenheit auf Dauer mit Jugendlichen zu arbeiten. Aber da wäre es durchaus sinnvoll sozusagen, den Prozess der Abnabelung vom Elternhaus, der Pubertät, Adoleszenz immer bedeutet, sozusagen das potenzielle Auflehnen in diesem Prozess zu stärken. Ja, die Jugendlichen sozusagen als Jugendlichen zu stärken, seiner Selbstständigkeit und vielleicht den Rassismus im Elternhaus herzunehmen,
um eben die Distinktion sozusagen nahezulegen. Wir wissen ja, wie Jugendliche, wie gern sie sich vom Elternhaus auch distanzieren in dieser Lebensphase. Das wäre sozusagen die einzige, quasi auch ja, weniger pädagogische, mehr sozialarbeiterische dann Ausweg, den ich hier sehe. Ja, das gibt es aber keine. Wie soll ich das mit Gruppenarbeit oder so machen? Ich kann wirklich nur in Einzelgesprächen immer sagen, dass Nationalität nicht ein Schimpfwort ist, sondern dass das jetzt, dass keiner was dafür kann und nichts getan hat dafür, dass er jetzt irgendwo geboren ist. Da kann er das irgendwo selbst. Aber das ist eben auch wichtig. Und ich auch anknüpfen. Ich bin ja seit über 20 Jahren auch in der Lehrenden Fort- und Ausbildung an österreichischen pädagogischen Hochschulen. Und ich muss sagen, es schaut wirklich, wirklich dunkel aus. Nämlich nicht nur was die Vorurteilsneigung der Kolleginnen betrifft, sondern was bei das wäre nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist die wirklich fast vollständige Befreiheit von jeder Fähigkeit oder Willen zur Reflexion. Also das ist wirklich interessant, also wie wenig entwickelt das ist. Da spielen auch untereinander, ich habe das Gefühl, in keiner Berufsgruppe haben die Kolleginnen untereinander so viel Angst wie Lehrerinnen voneinander. Ja, was da an Konkurrenz gibt. Also hängt es an der Institution Schule, hängt es am Beruf selber, ich weiß es nicht. Ja. Aber da müsste es grundsätzlich so viel sich verändern in der Ausbildung, in der Fortbildung. Also es ist wirklich, also ich könnte stundenlang, natürlich streng anonymisiert, Ihnen Zitate bringen von Lehrer, Lehrerinnen. Und wenn man dann tagtäglich, und also es sind hunderte Vorfälle, ja, aber auch in Zeitungen, Interviews, ja, erinnern wir uns an die Perlersdorfer Gasse, Handelsschule, Handelsakademie, Samra und Samira, die zwei berühmten Mädchen, die dann leider nach Syrien gegangen sind, wo eine davon in der Perlersdorfer war, und die Lehrerin, ihre Klassenvorständin, wird, ich glaube, 3 Jahre später von der Presse interviewt. Am Anfang geht es so, ob sie was gemerkt hat, ob wie sie, quasi ihre Rolle ganz vorsichtig, ob das vielleicht irgendwas zu tun gehabt hat mit Erfahrungen in der Schule, Diskriminierung, selbe Fortkommen, sie nein. Dann sprechen sie ganz allgemein über Schule. Und plötzlich am Schluss des Interviews, können Sie nachlesen, ist online in der Presse, sagt die Lehrerin, Klassenvorständin. Und übrigens, in jedem österreichischen Klassenzimmer muss ein Kreuz hängen, so national denkend bin ich. Das ist ja nichts mit Nationen zu tun. Nein, es ist egal, national ist ein Code, das ist nicht nur sozusagen Alltagsrassistin, sondern dies politisch organisierter Rassismus. Wenn jemand das national nennt, das ist für mich sehr schnell erkennbar. Und jetzt stellt er sich vor, eine Person, die so gebiased ist, begegnet einer 14-, 15-Jährigen, die sozusagen gerade am Anfang ihres, nennen wir es, Fanatisierungsprozesses, der ja offen ist. Ich muss leider sagen, ich bin vor 2015, noch vor der großen Flüchtlingswelle, mit Entsetzen festgestellt, wie einige Kollegen denken, von denen ich das nicht. Es ist total falsch. Die haben sich irgendwann das ein bisschen besser gefallen, aber in dieser ärgsten Hysterie, 2014, 15, ich habe das Gefühl gerade in Wien, dass Lehrerinnen gerade an der NMS sich in dem Kampf gegen den Terror als die quasi erste Reihe wahrnehmen. Ja? Und so richtig, ja? Und so haben sie agiert. Ja? Wirklich, nein, das ist jetzt besser geworden. Aber wie viele hunderte junger muslimische Schüler, Schülerinnen sind dadurch nicht nur verletzt worden, sondern mit einem weiteren Lebensweg doch ordentlich schon angebracht worden. Ich glaube das schon alles, aber ich glaube, dass man die Konzentration mehr auf die richten soll, die das nicht tun. Und ich glaube nach wie vor, dass die Schule, aber auch die außerschulische Jugendarbeit ganz, ganz wichtige Orte sind, um eine andere Art des Zusammenlebens auch erleben zu können. Und wir wissen auch, dass es aus unzähligen Studien, dass Begegnungen allein schon irgendwie resilienter machen gegen Rassismen. Auch die Studie, die es vor 2 Jahren in Wien gab, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der offenen Jugendarbeit, die ja sehr viel instrumentalisiert wurde, als es sind 2/3 der Muslime irgendwie oder 1/4, wie auch immer, ich habe die genaue Zahl vergessen,
Extremismus gefährdet. Aber aus der Studie kommt auch heraus, das ist in den Medien ganz selten zitiert worden, dass dort, wo es Begegnungsräume gibt zwischen jüdischen, christlichen, serbischen, türkischen, was auch immer, unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Kulturen, sehr viel weniger extremistische Tendenzen gibt und weniger gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also insofern ist die Schule schon ein Ort, und wahrscheinlich, ich glaube mittlerweile, die Schule ist halt auch ein Abbild ja, der Gesellschaft, und Lehrerinnen sind auch ein Abbild der Gesellschaft und haben aber auf der anderen Seite auch eine große Überforderung. Der Schule wird halt auch sehr viel quasi, soll ja die Schule lösen, was aber nicht Aufgabe der Schule ist, weil im Prinzip ist nicht unbedingt, weiß ich nicht, ob es Aufgabe des Gymnasiums ist, Rassismus zu verhindern. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, aber nicht per se eine Aufgabe für eine Lehrerin. Und ich glaube, da muss man schon auch aufpassen, dass man nicht zu sehr auf die Energie auf die rassistischen Lehrerinnen wendet, sondern mehr auf die rassistischen Strukturen, die das auch ermöglichen. Die dritte Frage. Ja, zuerst einmal, mein Name ist Brigitte Hummer-Tischler und ich bin da, weil ich mit sehr alten Leuten arbeite und meine alten Leute eine reaktivierte Angst zeigen, weil sie sich zu sehr an Zustände erinnert sehen, die sie nicht abgebaut haben, die sie nur verdrängt haben, und das ist die Zeit vor 1938. Und die Parallelen sind verbrannt, also derart augenfällig, dass es sehr schwierig ist, diesen Leuten die Angst auszureden. Das tue ich auch nicht. Ja? Was mir an der Diskussion jetzt fehlt, ja, also ich stimme mit allem überein und es tut mir gut zu hören. Als erstes hätte ich gern eine Definition von Rassismus und ob ihr vier das Synonym seht zu Fremdenfeindlichkeit oder ob es da noch eine andere Qualität gibt. Das wäre da die eine Bitte. Das zweite ist, was mir fehlt, das sind die nicht-jugendlichen Rassisten. Sowohl rechts als auch links, sowohl ja, wir. Ja. Auch ich mit meinem Rassismus, weil ich glaube, dass mein menschliches Gehirn nicht anders denken kann als in Bildern und in Vorurteilen, und ich es halt schaffe, aufgrund meiner sehr fordernden Familie, schon auch mich immer wieder zu reflektieren. Aber das Natürliche auch für mich ist das Emotionale, das Unreflektierte und das Vereinfachte. Ja? Und das, was ganz stark für mich fehlt hier in der Diskussion, was ich aber glaube zu erleben, ist, dass die armen Männer, die immer noch nicht durch ihre Emanzipation durchgegangen sind, in ihrer Identität derart unter Druck sind, nicht von den Frauen, sondern von den Lebensumständen, in denen ein Bub zum Mann wird und ein Mann sich in einer Familie wiederfindet, die er beschützen will und die sich nicht beschützen lässt. Ich denke da ganz, also sehr stark an den Wohlfahrtsstaat, der seit den 80er Jahren im Abbau ist. Das ist nichts Neues, das ist nicht, auch nicht neu von der Regierung, sondern seit den 80er Jahren sind die Männer zunehmend in ihrer Rolle bedroht und unter Druck. Und diese Männer sehe ich in ihrer Angst diese Abwehrhaltung. Und diese Abwehrhaltung nenne ich nicht als erstes Angst, nicht als erstes Hass, sondern wirklich Abwehr der eigenen Angst. Ich weiß nicht, ob ich zu sehr entschuldigend bin, aber ich kann mit jemand, der für mich irrational fremdenfeindlich sich äußert, nicht in Kontakt kommen und nicht ins Gespräch kommen, wenn ich ihn als einen sehe, der hasst. Okay, das
Gut, den ersten Teil der Frage können wir vielleicht möglichst kurz abhandeln, eine Rassismusdefinition und eine Abgrenzung, wenn es die gibt, zu Fremdenfeindlichkeit. Ich würde sagen, Fremdenfeindlichkeit ist sozusagen der Begriff, auf der die emotionale, individuelle Ebene abdeckt. Ich habe aber Probleme mit dem Begriff, weil eben die Konstruktion der Fremdheit untergeht wieder. Also weil sozusagen er suggeriert, und noch mehr der Begriff Xenophobie, so etwas, eben es gibt Fremdheit und der beginnen die Menschen eben phobisch und dann sehr oft auch feindselig. Es ist wichtig, sozusagen die individuelle Ebene, und auch so, ich finde das auch ganz gut, was Sie auch hier angesprochen haben und richtig und wichtig das zu machen, eben sich so Fragen zu stellen, was wird abgewehrt, ja, was wird auch ein wichtiges Wort im Zusammenhang eben mit von Rassismus, Antisemitismus, aber auch mit der Abwehr, was wird auf die angeblichen Fremden projiziert, ja, was davon, was beneidet man es wieder, was fürchtet man dann wieder, also all diese Mechanismen sind wichtig, gleichzeitig, und man muss ja dabei erinnern, natürlich beipflichten, wichtig, das Thema, sozusagen die strukturelle Ebene, die politische Ebene, nicht aus dem Auge zu verlieren und diese Ebene, nun auch die Ebene der Macht, der sozialen Beziehung, wird im Begriff Rassismus reflektiert. Also Rassismus meint mehr als individuelles Verhalten, mehr als auch Einstellung. Rassismus ist eine Praxis, vielfältige. Die klassische Definition, die auch sozusagen es geschafft hat, in das UN sozusagen Lexikon aufgenommen zu werden, ist die von Albert Memmi. Er schreibt, im Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierende Wertung, und jetzt ist wichtig, tatsächlicher oder fiktiver. Ja, also die Unterschiede müssen nicht real sein. Ja, sie müssen auch nicht, auch das ist nicht, ist da offen, entweder körperlicher oder kultureller und anderer Unterschiede. Also der Rassismus, der nicht mehr auf das Somatische, also ein Begriff, abzielt oder auf die Hautfarbe, sondern eben auch auf die Kultur, also diese verabsolutierende Wertung der Unterschiede, aber damit ist er raus, nämlich, und jetzt kommt das Soziale, das Politische rein, zulasten des Objekts, des Urteils oder des Verurteilten, wenn man so will, zugunsten des Anklägers, der Anklägerin, auch das ist wichtig. Und jetzt kommt die, der damit seine Privilegien rechtfertigt oder seine Aggressionen. Also das ist quasi die Definition. Und ich finde das ganz wichtig in beide Ebenen, sagen Stichwort Privilegien, das Soziale, das Ökonomische, aber auch Stichwort Aggression, auch diese individuelle Ebene. Und die sind dann vielfältig, auch im Rassismus, miteinander auch verbunden. Kurze Zwischenfrage, können alle mit der Definition leben oder möchte jemand ergänzen oder widersprechen? Dann kommen wir vielleicht zum Abschluss, weil die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, noch zum zweiten Teil der Frage. Männer und ihre Phase der Rollenfindung, ist das ein Faktor, der aus Burschen Rassist macht? Ich überspitze es jetzt ein bisschen absichtlich. Naja, zunächst einmal gibt es kein Gender Gap im Rassismus, also auf der Einstellungsebene, auf der Handlungsebene sehr wohl. Ja. Aber außer Sexismus und Behindertenfeindlichkeit sind alle Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bei Männern und Frauen, Burschen und Mädels gleich verteilt. Ja, bei Sexismus, Behindertenfeindlichkeit sind die Frauen deutlich darunter, wenig überraschend. Aber jetzt kommt beim antimuslimischen Rassismus sind die Mädels deutlich voll. Da könnte man diskutieren, warum das so ist. Stichwort freie Frauen statt Kopftuchzwang, würde ich mal hier so in den Raum stellen, so eine FPÖ-Parole, die da vielleicht uns auf eine Spur bringen würde. Das heißt, die Jungs sind jetzt nicht überdurchschnittlich anfällig gegenüber Rassismus, aber sie handeln deutlich überdurchschnittlich öfter rassistisch. Ja, und je mehr die Gewalt dazu kommt, je mehr die Leidenschaft, der Hass, der Effekt, desto männlicher wird sozusagen die Täterinnenschaft. Die Kategorie Geschlecht die spielt für den Extremismus eine ganz zentrale Rolle. Und da würde ich Ihnen auch zustimmen, dass so Sehnsüchte nach einer bestimmten Form von Männlichkeit,
die tatsächlich Gesamtgesellschaft, also sie ist nach wie vor schon noch, würde ich sagen, Form hegemonialer Männlichkeit, aber sie ist, zumindest jetzt, wenn man sich die Kulturindustrie anschaut, Teile der kulturellen Eliten, die über Geschlecht verhandeln, zumindest in Diskussion, sie wird als gefährdet empfunden. Man greift geradezu, natürlich nicht alle, aber die Bereitschaft ist bei vielen da, man greift sozusagen auf so Angebote, die halt, ja, der Extremismus, aber nicht nur allein, auch die Kulturindustrie und oft gerade bei Identitären sieht man, also in dem Ausmaß, wie sich die in der Kulturindustrie bedienen und bei ihren Symbolen, die sind nicht umsonst, ja, also die Kulturindustrie funktioniert ähnlich hier, gerade was so Geschlechterpolitiken betrifft und was nicht heißt, dass natürlich auch innerhalb der Kulturindustrie Widerstand und Subversion möglich ist, gibt es auch genug Beispiele. Aber eine bestimmte Form der Männlichkeit, die ich als heroisch beschreiben würde, eben soldatisch, wie sie ja zum Glück schon weit in der Vergangenheit angehört, der kann natürlich nachgetraut werden, wird auch. Und das ist ein ganz starkes Angebot. Das heißt aber, für die Präventionsarbeit ist es wichtig, die Kategorie Geschlecht, das Gender zu berücksichtigen. Und ich mache das eben vor allem unter Aspekt einer kritischen Männlichkeitsarbeit. Ja. Also ich gehe durchaus auch in der Arbeit gezielt mit Jungs, aber da haben wir selten die Ressourcen, dass wir geschlechterhomogene Gruppen bilden, was gerade in dem Bereich sehr wichtig ist. Ja. Also es ist wirklich mal gar nichts darum geht, über Ängste zu sprechen. Ja. Wenn die Jungs mit den Mädels in der Klasse sind, forget it. Ja. Aber die denkst, dass auch ihr kommt von links. Ja. Und dann brennt es, dass ich pushen will. So, jo, jetzt reden wir über Ängste. Das Größte, der vorher keine Angst hat, vor was hat er Angst? Also vom Vater, von Alarm, vor Schlangen, vor Spinnen, vor was? Zack, zack, zack. Geht schon los. Oder ja. Ängste. Also, eben, und ich frage dann auch die Mädels umgekehrt, ja, welche Männlichkeit fragt ihr nach? Weil nämlich die Jungs ja sich so Illusionen hingeben, angeregt natürlich durch bestimmte Artefakte der Kulturindustrie, wonach Männlichkeit eben bedeutet, keine Gefühle zu zeigen, immer stark zu sein, ja, nicht über Gefühle reden zu müssen und all das, was also als weiblich konnotiert ist. Ja. Und wenn ich dann den frage, ist das die Männlichkeit, die er nachfragt? Ja, so kann sie ja, das ist genau das, so was wollen. Also den Jungs deutlich zu machen, also ich weiß schon von eurem subjektiven Bedarf an so einer Form der Männlichkeit, aber schaut es mir an. Ja. Ich versuche Ihnen auch natürlich auch andere Männlichkeit vorzulegen, vorzuspiegeln. Möchte noch jemand ergänzen zu Männern und Rollenbildern oder zur Frage des Rassismus und Fremdenfeindlichkeit? Vielleicht nur ein Aspekt, dass ich kann das alles unterstreichen, was der eine sagt, was jetzt beim Angebot extremistischer Gruppierungen noch dazukommt, sind noch andere Formen außer Gender, nämlich dass, also dieses Heldentum wird allen Männern versprochen und in Gesellschaften wie in Österreich können nicht alle Männer alles erreichen. Schwarze Männer können einfach viel weniger erreichen als weiße Männer. Und in gewissen extremistischen Gruppierungen gibt es aber dieses Angebot dann an alle, also insofern Burschenarbeit, das kann ich unterstreichen. Auf der anderen Seite aber auch nie zu vergessen, dass also auch Mädchen Täterinnen sein können, auch Mädchen verunsicherte Identitäten haben. Also manchmal gibt es aus meiner Wahrnehmung so einen Shift im Diskurs, wo man sagt, ja, jetzt müssen sich um die armen Buben kümmern, weil die sind alle verunsichert. Und müssen dann zu Gewalttätern werden, also durchaus auch die ja. Also wirklich immer auf beide Geschlechter. Voll. Und yes. Ganz kurz noch ergänzen auch noch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die Gleichstellung, es gibt noch eine Differenz, das ist mir jetzt eingefallen, wie du das gesagt hast, nämlich auf die Frage, ich bin bereit für Sicherheit auf Freiheit zu verzichten. Diese Frage bejahen 39% der 14- bis 19-jährigen Jungs, aber nur 19% der gleichaltrigen Mädels. Also da scheint man, das finde ich ganz, und gerade unter dem Freiheitsaspekt ganz also spannend, und Autoritarismus ist eine der wichtigsten Variablen, auch die Rassismus und andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit begünstigt. Und ich, zumindest in meiner Wahrnehmung korrigiert es, wir haben Frauen, junge Frauen, genauso viel Gründe für Angst wie Männer. Wenn nicht sogar mehr, ja. Aber offensichtlich
schließt bei Ihnen darauf oder baut schließend, dass Sie nicht in demselben Ausmaß wie Männer nach Sicherheit, Law and Order, ich bin bereit auf mehr Freiheit zu verzichten. Finde ich auch einen wichtigen Punkt auch zum Ansetzen, vielleicht auch bei genderspezifischen Unterschieden in der Pubertät, auch Pubertät als Erwachsenwerden, als Freiheitsverzicht. Also ich würde mal sagen, dass der Freiheitsverzicht vom jungen Mädchen zur Frau größerer ist, wie vom jungen Burschen zum Mann. Mhm. Nach wie vor. Und ich glaube, die Mädels, also die Frauenerinnen, korrigieren Sie mich bitte, wissen das auch zumindest, wohl bewusst das erklärt, die typische viel zitierte weibliche Traurigkeit in der Pubertät. Na klar, man verliert etwas. Oder Frau verliert was, Entschuldigung. Ich mache nur ungern den Spielverderber. Ich glaube, wir könnten noch relativ lang weiterreden, aber das können wir auch noch. Wir, glaube ich, sind noch alle in Zeit da, so also bilaterale Gespräche. An der Stelle möchte ich sagen, vielen Dank euch für die interessanten Wortmeldungen und eure Erfahrungen. Vielen Dank auch dem Publikum fürs Zuhören, fürs Kommen und auch für die geteilten Beiträge. Ja, ich wünsche noch allseits einen wunderschönen Abend.